In einem Land vor unserer Zeit, um genau zu sein, in den 90er Jahren in Japan, gab es einen Mann namens Shinji Mikami. Shinji war ein sehr erfolgreicher Videospielentwickler. Er revolutionierte mit seinem Spiel Resident Evil das Gaming-Horror-Genre und läutete eine neue Ära des Gamings ein. Das Besondere an Shinji war aber, dass er Veränderung suchte. So schnell wie er das Survival-Horror-Genre erschuf, so schnell überließ er die Entwicklung weiterer Resident Evil-Teile seinen Entwicklerkollegen. Shinji wollte wieder etwas Neues erschaffen. Er war der alten Resident Evil-Formel einfach überdrüssig und wagte den Schritt ins Unbekannte. Die Story sollte realistischer sein und das Konzept von Survival-Horror wollte Shinji Mikami zum Panic-Horror weiterentwickeln. Was war das Ergebnis von Mikamis Bemühungen? Resident Evil 1 mit Dinos. Die meisten Spieler waren und sind auch heute noch dieser Meinung. Um ehrlich zu sein, kann ich das auch verstehen. Auch wenn Mikami die bereits erwähnten Ambitionen hatte, die Parallelen sind offensichtlich. Aus dem Herrenhaus wurde ein Forschungslabor, aus der Stars-Einheit wurden Regierungsagenten und aus den Zombies wurden Dinosaurier. Selbst das Gameplay ist grundlegend das gleiche. Dass aber Dino Crisis viel mehr als nur ein Resident Evil-Klon mit Dinosauriern ist, will ich euch im heutigen Video zeigen. Ich erzähle euch zunächst etwas von der Entwicklung des Spiels, danach gehen wir Schritt für Schritt die Story durch und ich beantworte euch die Frage: Was macht Dino Crisis so besonders? Und weißt du, was dich besonders machen würde? Ein Like auf dem Video oder sogar, ich weiß, ganz wild, ein Abo für den Kanal. Dino Crisis war eine Art Pseudo-Nachfolger von Resident Evil. Shinji Mikami wollte die Survival-Horror-Formel weiterentwickeln und einen realistischeren Ansatz wählen. Was ist natürlich realistischer als Zombies? Genau, zeitreisende Dinos. Das dachte sich Mikami und sein Team ebenfalls. Die Entwickler haben sich zudem von Alien und Jurassic Park inspirieren lassen. Das ganze Spiel sollte generell viel mehr mit seinen Filminspirationen mithalten können. Daher verzichtete Mikami und Co. auf die vorgerenderten Backgrounds von Resident Evil und kreierten ein komplett in-Engine gerendertes Spiel. Diese Entscheidung führte aber zu Problemen. Die Vision der Entwickler war so nicht umsetzbar. Anfangs war noch ein Dschungelareal und viel intelligentere Dinosaurier mit eigenen Persönlichkeiten geplant. Leider musste das Team rund um Mikami diese Ideen aber ad acta legen, um überhaupt ein funktionierendes Spiel für die Hardware der 90er Jahre zu entwickeln. Dies haben die Entwickler auch geschafft und im Frühjahr von 1999 wurde das Spiel auf der Tokyo Games Show vorgestellt und gleich im Juni desselben Jahres in Japan released. Das waren noch Zeiten. Ohne lange vorläufige Marketingkampagnen. Einfach die Entwickler so, yo, wir entwickeln übrigens ein ambitioniertes Dino-Spiel. Ach ja, übernächsten Monat könnt ihr es schon zocken. Und das Spiel wurde gezockt, meine Lieben. Allein die PlayStation-Version des Spiels erzielte 2,4 Millionen verkaufte Einheiten weltweit. Das Spiel kam bei den Kritikern auch sehr gut an, auch wenn viele zum Beispiel die Gegnervielfalt kritisierten. Dino Crisis 1 erschien zuerst für die PlayStation und wurde dann auf den Sega Dreamcast und den Windows PC geportet. Die Version, die wir uns heute anschauen werden, ist die PC-Version mit einigen Modifikationen, darunter der Classic Rebirth Mod und Mods, die sowohl die Video- als auch die Audioqualität verbessern. Ein Problem entsteht aber leider dadurch. Leider ist lediglich die englische Version des Spiels mit diesen Mods kompatibel. Ich stand also vor der Produktion dieses Videos vor einer schwierigen Entscheidung. Entweder ich habe die super duper aussehende englische Version des Spiels oder die verpixelte, in die Jahre gekommene deutsche Version des Spiels. Wie ein deutscher Politiker im Bundestag wollte ich mich aber einfach nicht festlegen und habe einen Mittelweg gewählt. Wir gehen heute das gut aussehende englische Spiel durch, ich werde aber so ziemlich alles übersetzen und untertiteln. Die Steuerung und die Menüführung sind allerdings originalgetreu, bevor jemand nachfragt.
Falls ihr die Mühe, die ich damit hatte, belohnen wollt, müsst ihr nichts anderes machen, als dem Video ein Like zu geben. Die PC-Version des Spiels lässt uns zwischen dem Original- und Arrange-Modus wählen. Der originale Modus stellt die Version des Spiels dar, die in Japan veröffentlicht wurde. Der Arrange-Modus ist die internationale Version. Erinnert ihr euch noch an die ganze Videospielverleih-Thematik bei den Resident Evil-Spielen, bei denen ich gesagt habe, dass die Spiele extra schwieriger gemacht wurden, damit das Ausleihen eingedämmt wird? Ja, genau. Das wurde bei Dino Crisis auch gemacht. Das ist neben dem Item Placement und einigen Codes auch der Hauptunterschied. Ach ja, und Regina ist in der internationalen Version leider nicht mehr so kawaii als in der japanischen. Auch wenn man den originalen Modus anwählt, wird lediglich die internationale Regina im Menü angezeigt. Da nur die Harten in den Garten... Ach, der Hard-Modus wird erst nach erstmaligen Spielen freigeschaltet. Okay, dann halt nur der Normale übersteht das Prähistorische. Historische Finale. Unsere Mission startet mit einem Einsatzbriefing. I have successfully infiltrated under the guise of a researcher as planned. I have encountered no information regarding top secret development of new type weapons. But I have discovered there is an unexpected individual at this facility. The man is Dr. Kirk. The leading authority of our nation's energy. Unser Kollege Tom infiltriert also die Forschungsbasis einer nicht spezifizierten Nation, um Informationen über geheime Waffenprojekte zu erhalten. Dabei entdeckte er Dr. Kirk, jemand, der an einer neuen, umweltfreundlichen Energiequelle forscht. Der gute Doktor arbeitete vorher für eine andere, unspezifizierte Regierung. Die Regierung, für die auch unser Team arbeitet. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel wollte Kirk für diese Regierung nicht mehr arbeiten und anstatt wie ein normaler Mensch zu kündigen, fakte er seinen Tod. Dass Dr. Kirk nun in dieser geheimen Forschungseinrichtung wieder auftauchte, führte zu der Mission. Regierungen sind in der Hinsicht ein bisschen wie Kleinkinder. Die lassen ihr Spielzeug auch achtlos rumliegen und benutzen es nicht. Aber wehe, jemand nimmt ihnen ihr Spielzeug weg, dann setzen sie alles in Bewegung, um es wieder zurückzubekommen. Die Mission unserer Protagonisten ist es jetzt also, Dr. Kirk zurückzuholen. Time. Let's move out. What about Cooper? Forget him. Time's up. Wait! Okay, this is the first checkpoint. Playtime is officially over, kiddies.
Something's wrong. The lights in the guardhouse are out. Maybe this has been a wild night of partying for the guards. You know, a little song, a little dance. Stay here, Junior. Leave the guards to me. Hey, did you hear what he just called me? Forget about it. Just let Gail handle this. All right. It's clear. Leute, können wir mal bitte diese schmackhafte Transition zwischen CGI-Cutscene und Ingame-Grafik wertschätzen? Überragend. Die Cutscene an sich ist leider nicht so gut gealtert und das ist schon die gepimpte Version. Ich finde trotzdem, diese PS1 CGI-Sequenzen haben sehr viel Charme. Auch wenn ich zugeben muss, jemand, der diese Szenen nicht durch die Nostalgiebrille sieht, würde einfach sagen, dass die Szenen aus heutiger Sicht hässlich sind. Unrichtig wäre diese Meinung auch nicht. Zum Glück haben wir aber ja alle die rosarote Regina-Brille auf und machen uns darüber keine Gedanken. Apropos Regina, ich habe mir echt Gedanken darüber gemacht, wie ich den Namen für dieses Video aussprechen soll. Regina hört sich irgendwie zu deutsch an. Regina hört sich irgendwie falsch an. Regina ist die Aussprache, auf die ich mich hier festgelegt habe, auch wenn sich das für manche etwas zu dänglich anhört. Die ersten paar Szenen machen uns auch mit der Protagonistin und ihren Kameraden vertraut. Regina scheint eine sehr verlässliche und empathische Person zu sein. Rick ist ebenso empathisch und sorgt sich um seine Kameraden. Er ist der Techniker der Truppe und scheint auch gleichzeitig der Comedic Relief Charakter zu sein, der die Mission nicht so ernst nimmt wie die anderen. Wer aber die Mission ernst nimmt, ist Wesker. Gale, der Anführer der Truppe. Ihm scheint die Mission wichtiger zu sein als sein Team. Dies stellt er ziemlich früh unter Beweis. Cooper ist anscheinend selbst mit Kleidung vortreffliches Dino-Futter. Er hat die Eigenschaft, selbst im panischen Schockzustand noch wie ein feines Rindersteak zu schmecken. Cooper erfüllte genau einen Zweck. Er machte uns mit dem Tyrannosaurus Rex vertraut. Das Team weiß aber noch nichts von der Dino-Gefahr und fragt sich, wo das Sicherheitspersonal hin ist. Der Spieler übernimmt an dieser Stelle die Steuerung von Regina und das Abenteuer beginnt. Die Steuerung ist die klassische Panzersteuerung. Der Spieler muss den Charakter mit den Pfeiltasten in die Richtungen lenken, in die er gehen möchte. Mit der Vorwärtstaste bewegt man dann die Protagonistin nach vorne. Regina ist ihren Resident Evil Kollegen, was Beweglichkeit angeht, aber bereits Jahre voraus. Sie konnte sich bereits im Jahre 1999 beim Zielen bewegen. Der große Bruder Resident Evil hat dafür noch einige Jahre gebraucht. Let me guess. This is some of your handiwork, right? The brass is still warm. These guards were shooting at something very recently. So who were they fighting? This wasn't much of a fight. I don't think these guards hit anything before getting sliced and diced. Whatever they were shooting at came in through there and ripped right through the steel fence. Well, the hole is nice and clean, but I still say you could have done this. Very funny. We still need to figure out what happened here. Continue to sweep the area. Regina ist auch ganz schön sassy. Gefällt mir. Ich glaube, spätestens jetzt sollte ich eigentlich ihr schulterfreies Outfit judgen, aber ey, es waren die 90er und ihre männlichen Kameraden sind auch nicht gerade taktischer angezogen. Regina hat jetzt die Aufgabe, den Schlüssel für die Hintertür der Einrichtung zu finden. Die Türanimation ähnelt sehr stark dem Äquivalent in Resident Evil, aber diesmal beinhaltet die Animation auch Regina. Die Animation verändert sich auch je nach ihrem Gemütszustand, das zeige ich euch gleich noch. Sobald wir den Schlüssel für die Backup Generator Area gefunden haben, werden wir mit dem absolut hässlichen Menü von Dino Crisis konfrontiert. Verschieben wir weiter hinten im Raum ein Regal, kann Regina ein Medipack aufheben und wir sehen auch das absolut hässliche Inventar von Dino Crisis. Ernsthaft, was haben die Entwickler sich dabei gedacht? Das Resident Evil Inventar war so schön kompakt. Oben links hast du deinen Charakter samt Lebensanzeige gesehen, oben rechts die Navigationspunkte für deine Dokumente, die Karte und deine Items. Rechts hattest du deine Inventarplätze mit den eingesammelten Gegenständen. In der Mitte wurde der jeweils angewählte Gegenstand angezeigt. In Dino Crisis hast du ein kompliziertes System mit mehr Reitern, das es tatsächlich schafft, noch weniger herzustellen.
herzugeben als das Menü aus Resident Evil. Der Einstiegsscreen ist schon einfach so Müll. In der Mitte sieht man, welches Item eingesammelt wurde. Schön und gut. Im Hintergrund ist irgendein belangloses blaues JPEG, das, glaube ich, irgendein Dino-Dschungel oder Höhlenmalereien darstellen soll. Keine Ahnung, falls ihr wisst, was das darstellen soll, schreibt es bitte in die Kommentare. Unten rechts sehen wir Regina. In Resident Evil hatte diese Charakteransicht noch einen guten Grund. Erstens konnte man so sehen, wie viel Leben der Charakter noch hatte. Und zweitens, welchen Charakter man spielte. Sollte man dies, wieso auch immer, vergessen haben. In Dino Crisis wird erstens nirgends in den Menüs die Lebensanzeige von Regina angezeigt. Vor allem hier nicht. Und zweitens wechselt man nicht einmal, weder im Hauptspiel noch in dem Bonusmodus, den Charakter. Wie also auch dieses JPEG im Hintergrund, ist die Regina hier unten rechts nur Setdressing. Kommen wir nun zu den eigentlichen Menüpunkten. Rechts sind diese schiefen Rechtecke mit den Unterpunkten dran geklatscht, was schon mal ästhetisch eine 5 ist. Aber das größte Designverbrechen kommt noch. Im klassischen Resident Evil Menü konnte man alles direkt im Inventarscreen machen. Die Waffe ausrüsten, Items anschauen und sortieren, sowie Gegenstände kombinieren. Für all diese Aktionen gibt es ein eigenes Untermenü in Dino Crisis. Da hört es nicht auf. In diesen Untermenüs gibt es weitere Untermenüs für zum Beispiel normale und Schlüssel-Items oder Waffen und ihre Munition. Also wirklich für die einfachsten Aktionen, wie zum Beispiel die Waffe zu wechseln, muss man teilweise in 3 Untermenüs abtauchen. Die Karte kann man leider auch nur über das Menü auswählen und das ist sowas von nervtötend. In den Resident Evil Teilen gab es immer einen Shortcut zur Karte. Hier sucht man diesen vergebens. Ich verstehe ja, dass die Entwickler sich von Resident Evil differenzieren wollten, aber das Menü hätten sie auch einfach copy-pasten können. Da hätte sich keiner beschwert. Erstmal durchatmen. Jetzt wisst ihr schon mal grob mein Problem mit dem Inventar. Auf die einzelnen Punkte kommen wir noch zu sprechen, sobald Regina andere Waffen findet oder tatsächlich etwas zu mixen hat. Mit dem Schlüssel gehen wir nun zu dem Ort, den wir aufschließen möchten. Dann ruft uns allerdings Rick übers Handradio an. Er erzählt uns, dass er die Kontrolle über das Informationssystem der Anlage übernommen hat. Ein Problem gibt es allerdings. Die Anlage ist nicht komplett mit Strom versorgt. Regina erklärt sich dazu bereit, den Backup-Generator in Betrieb zu nehmen, bevor der Teamplayer-Anführer ihr den Schlüssel wegnimmt und vorgeht. Regina folgt ihm. Falls ihr glaubt, ihr wisst, wie sich ein beschissener Arbeitstag anfühlt, lasst mich euch folgenden Kollegen vorstellen. That's disgusting. Danke, Regina. Musst du einen Mann auch noch treten, während er am Boden liegt? Die beiden Superbrains stellen fest, dass kein Mensch diesen Mann so zurechten konnte, bevor sie weitergehen. Okay, let's move on. Im Generatorraum erwartet uns dann das erste Rätsel im Spiel. Solange man nicht farbenblind ist, stellt das Rätsel auch kein größeres Problem dar. Diese 4 Batterien müssen nach den 4 bunten Hebeln rechts daneben angeordnet werden. Soweit so gut. Keine Sorge, Dino Crisis wird das Niveau der Rätsel gewaltig anheben. Zum Ende hin werden die Rätsel wirklich unfassbar schwer. Sobald Regina den Strom wiederhergestellt hat, hört sie Kampfgeräusche. Draußen findet sie die Ursache für den Lärm vor. Wer jetzt denkt, dies ist der Zeitpunkt, an dem der Spieler das Kampfsystem beigebracht bekommt, hat sich gewaltig geschnitten. Dem Spieler wird aber eine andere elementare Weisheit beigebracht. Die Raptoren sind schneller und flinker als du, halten mehr aus und sind aggressiver als jedes Endgame-Monster in Resident Evil. Das Einzige, was hier hilft, ist eins: Laufen. Natürlich bringt das auch nicht viel, denn der Dino kann einem ohne Probleme durch die Türen folgen. 2 Türen? 2 Türen wären aber zu viel für die Memory-Leistung der PlayStation 1 gewesen und Regina ist vorerst in Sicherheit. Good news! I got the control system back online. What's the situation over there? It's Gale. I lost him. So what's the bad news? Did you run into some guards?
You're not gonna believe this. He was attacked by some kind of dinosaur. Now that's a good one. So, who was it? Arnie? This isn't a joke, you idiot. We were just attacked by a big-ass lizard. For real? What's going on over there? Alright, head over to the control room and we'll sort out this whole situation. Ich weiß nicht, auch wenn Rick manchmal cringe ist, ich mag die Dialoge. Die sind jetzt nicht sonderlich gut geschrieben oder performt, aber sie passen perfekt zu diesem Spiel. Somit sind wir nun offiziell aus der geführten Intro-Sequenz raus und dürfen das Forschungsinstitut auf Ibis Island unsicher machen. Das erste, was wir machen müssen, ist auf der Karte schauen, wo Rick sich befindet. Zu dem roten Raum müssen wir, im grünen Raum befindet sich Regina. Auch die Karte an sich ist ein kleiner Stepback von Resident Evil, denn man weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle Regina positioniert ist. Bei der Größe der Räume sowieso kein großes Problem, aber ich fand es erwähnenswert. Auf dem Weg durch den ersten Flur innerhalb der Einrichtung zeigt uns das Spiel, dass sich die In-Engine-Backgrounds voll auszahlen. Die Kamera ist nicht nur stationär wie in den klassischen Resident Evil Teilen. Sie bewegt sich richtig smooth mit dem Charakter. Ich kann auch jetzt schon mal sagen, dass die Kameraführung in diesem Spiel exzellent ist. Durch die Kamerapositionierung und Führung wird das Spiel super in Szene gesetzt und es ist sehr selten passiert, dass die Kamera mich behindert hat. Die älteren Silent Hill Teile hatten ein ähnliches Kamerasystem und da wurde es nicht so gut implementiert wie hier. Am Ende des Flures spottet Regina einen Lüftungsschacht, den sie auch mittels ihrer Spionausrüstung erklimmen kann. Diese Wartungspassagen, ein anderes Wort fällt mir hierzu nicht ein und so ähnlich heißt das auch im englischen Original, sind in Dino Crisis nicht nur weitere Flure, dessen Ein- und Ausgänge ein wenig cooler sind. Diese Passagen dienen meist als Abkürzungen und sind immer dinofrei, bieten also auch Schutz vor den prähistorischen Jägern. Lassen wir uns bei der nächsten Öffnung wieder runter, erreichen wir das Management Office. Hier findet Regina eine DDK und einen Plug. Wofür wir das brauchen, erfahren wir erst später. Außerdem liegt hier eine Shotgun rum. Wofür wir die gebrauchen können, wissen wir bereits. Im Nebenraum finden wir eine Leiche, dessen Karte wir gerne an uns nehmen. Nachdem Regina den Strom angeschalten hat, können wir den Computer benutzen. An dem PC findet Regina heraus, wofür die DDK genutzt wird. DDK steht für Digital Disk Key, was bei Resident Evil die Schlüssel und bei Silent Hill absolut random Zeugs war, sind bei Dino Crisis diese DDK-Logs. Meistens brauchen wir, um weiterzukommen, DDKs. DDKs sind in zwei Karten aufgeteilt, die Input- und die Code-Disks. Erst mit beiden Disks können die relevanten Türen geöffnet werden. Dann kommt auch immer noch ein kleines Rätsel, später mehr dazu. Dieses Management Office ist übrigens auch ein Safe Room. Ist euch nicht aufgefallen? Mir auch nicht. Die Musik fehlt, es gibt kein Typewriter-ähnliches Interaktionsobjekt und auch nicht meine geliebte Kiste. Speichern können wir, sobald Regina den Raum verlässt. Weirde Art, das zu implementieren, oder? Naja, wenigstens kreativ. Kenne kein anderes Spiel, das so Speicherräume hat. Draußen erwartet Regina direkt ein Dino. Jetzt wird Adam doch bestimmt, bewaffnet mit der Shotgun, endlich den Kampf suchen, oder? Nee, auch hier bin ich einfach weggerannt. Da ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht wusste, wie das Waffenmenü funktioniert, habe ich auch die Shotgun einfach ohne Munition ausgerüstet. Das hätte also sowieso nichts gegeben. In dem Raum, in den Regina flüchtete, fand sie dann auch die zweite DDK-Disk für das H-Schloss. Dieses DDK-Set war somit komplett. Da aber jeder kleine Dino in diesem Spiel einen auf Nemesis machen muss, folgte mir das Reptil aus dem Flur. Er sprang dann sofort auf dem Tisch mitten im Raum und stahl mir mit diesem Move über eine Stunde meines Lebens. Dieses eine blaue Dokument ist essentiell für das Weiterkommen in diesem Spiel. Hier steht nämlich der Code für den Schrank im Management Office drin. Da das Dokument beim Dino-Angriff auf den Boden flog, habe ich nicht mehr darüber nachgedacht, es zu lesen. Das bereue ich später noch zutiefst. Auch hier habe ich nicht gekämpft, sondern einfach kassiert. Hier habe ich aber noch die Betäubungspfeile aufgeschnappt und bin abgehauen. Ja, ihr habt richtig gehört. Betäubungspfeile. Das gesamte Spiel lässt sich komplett auf vegan durchspielen und kein Tier muss zu Schaden kommen. Die militante Veganerin wäre stolz. Wenn Regina verletzt ist, ändert sich auch die Türanimation und sie öffnet etwas beschwerter die Tür. Das gab mir immer ein schlechtes Gewissen. Dass Regina jetzt auch wegen meiner Inkompetenz
Inkompetenz den Boden vollblutet, hat mein Gewissen auch nicht beruhigt. Ja, dieses PlayStation 1 Spiel hatte intelligente Gegner und eine Blutungsmechanik. Am Anfang habe ich auch noch gedacht, dass die Dinos das Blut von Regina riechen können und ihr dann eher durch die Räume folgen. Im Nachhinein bin ich mir aber sicher, dass Regina lediglich graduell Leben dadurch verliert. Das richtig nachvollziehen können wir aber nicht, denn wie bereits erwähnt, es gibt keine Lebensanzeige. Der Spieler muss abschätzen, wie es Regina geht, je nachdem, wie angeschlagen sie aussieht. Die Blutung lässt sich mit einem Hämostat stoppen und der Statuseffekt wird entfernt. Na, du Banause, weißt nicht, was ein Hämostat überhaupt ist? Natürlich eine Arterienklemme, weiß doch jeder. Nachdem wir die Blutung gestoppt haben, wurde es Zeit, Rick aufzusuchen. What's our status? This security system is a snap for me. Real amateur stuff. So, what exactly happened to Gale? You said that he was attacked by a dinosaur? Yeah, I couldn't believe it. I just hope he's still alive. Anyway, our first priority is to complete the mission. What we ought to do is just call in the chopper and get off this death trap. That's a great idea, but Cooper has the radio, and he's missing. Hey, what's with this monitor? That's the security monitor for the underground area. The camera's offline. So I take it that means power still hasn't been restored to the area. Exactly. They must have that area wired to a different power system than the ground level. We can investigate that area after we finished our sweep of the ground level. Okay, then I'll take care of the shutters that are blocking the way. You work your way in, grab the dock, and then rendezvous back here. Die beiden bleiben ihrer Mission treu, auch wenn ihr Anführer Gale nicht auffindbar ist. An dieser Stelle wird die Progression des Spiels etwas undurchsichtig. Rick erwähnte ja eben, dass er die Shutters, also die Laserstrahlen, ausschaltet, sodass Regina das Erdgeschoss weiter erkunden kann. Das macht Rick aber nicht sofort. Erst wenn Regina zu einer spezifischen Laserstrahlwand geht und ein Gespräch triggert. Ein großes Problem ist das eigentlich nicht. Diese Art von Progression nutzt das Spiel aber öfters. Das führt dann dazu, dass man random rumlaufen muss, um diesen Triggerpunkt zu finden, an dem Rick die Laserstrahlen deaktiviert. Dabei könnte Rick auch einfach, keine Ahnung, die Laserstrahlen sofort deaktivieren. Ich möchte aber jetzt nicht komplett ins Negative abdriften, denn vor dem Kontrollraum mit Rick kann Regina auch die Kiste von Dino Crisis finden. Das Kistensystem in Dino Crisis ist meiner Meinung nach eine gute Innovation. Da ich es noch nicht erwähnt habe, ja, das Inventar in Dino Crisis ist tatsächlich begrenzt. 10 Gegenstände kann Regina maximal mitnehmen, wobei die Items unterschiedliche Stapelgrenzen haben. Von den Medipacks in Größe M kann Regina zum Beispiel lediglich 2 Stück mit sich führen, während sie viel mehr Pistolenmunition halten kann. Diese sogenannte Emergency Box hier im Flur dient als Kistenersatz und kann mit dem Plug, den wir im Management Office eingesammelt haben, geöffnet werden. Plug ist Englisch und heißt übersetzt Stecker. Ein Plug kann aber auch eine eingeschobene Werbung sein. Wenn ich jetzt erwähnen würde, dass ihr den Kanal abonnieren und das Video liken sollt, wäre das ein Plug. Die Boxen sind auf den Fluren der Einrichtung verteilt und farbkodiert. Diese hier ist grün, es gibt aber noch gelbe und rote Boxen. In grünen Boxen ist medizinische Ausrüstung drin, in roten Boxen Munition und in gelben beides. Diese Plugs sind verbrauchbar, man muss sich also ganz genau überlegen, welche Boxen man öffnet und nutzt. Während in Resident Evil das Speichern durch die Farbbänder limitiert war, ist bei Dino Crisis das Nutzen der Kisten durch die Plugs limitiert. Das bringt richtig frischen Wind in die klassische Resident Evil Formel. Im Gegensatz zu Resident Evil sind aber in den Boxen bereits ein paar Items, je nach Farbe, verstaut und die Boxen sind nicht durch Magie miteinander connected. Ich weiß, ihr seht hier eine Menge Items, die ich euch eigentlich noch alle erklären möchte, aber das würde jetzt absolut verwirren. Selbst beim Spielen wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was ein N8 ist, aber ein Dokument später wird das einigermaßen aufklären. Dadurch, dass Rick so frei war und ein paar der Laser deaktivierte, kann Regina nun die Eingangshalle betreten. Ich bin mit Regina sofort die Treppe hochgestapft und bin oben in die Lounge gegangen. Hier habe ich endlich meinen Mann, oder besser gesagt meine Regina, gestanden und habe mich mit dem ersten Raptor angelegt.
Der hat mir sowas von gegeben. Wie ihr hier seht, musste ich extrem viele Kugeln in das Biest jagen, während der Raptor Regina fast in Stücke gerissen hat. Als der Raptor dann endgültig am Boden lag und ich meinen ersten Triumph feiern wollte, kam dieser Sohn einer Eidechse einfach wieder und brachte auch noch einen Kumpan mit. Diese Stelle hat mich für den Rest des Spiels gebrandmarkt. Während meines ganzen ersten Durchlaufs dachte ich die ganze Zeit, ich könnte diese Dinger nicht einfach töten. Zumindest bis ich dann später doch ein paar umgelegt habe. Bevor ich aber kreischend vor den Dinos abgehauen bin, konnte ich mir noch kurz das Dokument auf dem Tisch durchlesen. Mit diesem Dokument versucht Dino Crisis dem Spieler das scheinkomplexe System des Mixings zu erklären. Ich sage scheinkomplex, da man theoretisch bis zu 24 unterschiedliche Items mischen und herstellen kann. In der Praxis stellt Regina aber nur 3 unterschiedliche Items in verschiedenen Ausprägungen her. Momentan haben wir zum Beispiel ein reguläres Hämostat, ein Medipack in Größe M und einen Betäubungsfall der Größe S im Inventar. Das AN-8 dient zum Beispiel dazu, den Betäubungsfall oder das Hämostat aufzubessern. Dann würde aus dem Hämostat ein Hämostat Plus oder aus dem Betäubungsfall S ein Betäubungsfall M++ werden. In diesem Rahmen bewegen sich die Möglichkeiten beim Mischen und Herstellen der Gegenstände. Später kommen noch Intensivierer und Multiplizierer dazu, die einfach entweder die Güteklasse der Items nach oben schrauben oder die Items multiplizieren. Um das Ganze zu verstehen, habe ich auch erstmal etwas Zeit gebraucht, aber unterm Strich wurden in diesem System das Kräuter- und Munitionspulver-Konzept von Resident Evil in einen Topf geschmissen und um Güteklassen erweitert. Ein Item mit höherer Klasse ist einfach effektiver. Durch einen Betäubungsfall der Klasse M legt sich ein Dino zum Beispiel schneller und länger schlafen, als wenn man einen der Klasse S benutzt hätte. Das System ist meiner Meinung nach absolut overcomplicated für das, was es ist, und ein einfacheres Modell à la Resident Evil hätte es an dieser Stelle auch getan. Obwohl ich zugegebenermaßen den Aspekt cool finde, dass man seine eigenen Betäubungspfeile herstellen kann. In der Lounge gibt es auch noch einen Safe, den ich nicht öffnen konnte, aber ich bin ja sowieso geflohen. Regina lenkte ich dann nach draußen und zum Kommunikationsturm, indem sie die Kombination für den Safe in der Lounge erhält. Anscheinend sind dort Waffenteile verstaut. Das Kommunikationsteam hat sich aufgrund eines Experiments auf heftige magnetische Wellen vorbereitet, deswegen wurde die Kommunikationsantenne ebenfalls verstaut. Dieses Dokument erklärt außerdem, wie die DDK-Schlösser in Wirklichkeit funktionieren. Dass wir jedes Mal 2 Disks brauchen, wissen wir ja schon. Aber ich habe auch erwähnt, dass dann noch ein kleines Rätsel gelöst werden muss. Wie man das schafft, steht hier niedergeschrieben. Und zwar müssen die Buchstaben aus dem Key von dem Code entfernt werden. Wie das in der Praxis aussieht, zeige ich euch sofort. Ich bin nämlich wieder zurückgegangen und habe mich dem DDK-Schloss in dem Gang vor der Lounge gewidmet. Die Buchstaben hier unten müssen wir also von dem Code da oben entfernen. Wird dies korrekt ausgeführt, kommen wir auf das Wort Head und die Tür kann geöffnet werden. Hier trifft Regina auf die erste noch lebende Person. A survivor. Are you from the rescue team? Yes, I am. Do you know where I can find Dr. Kirk? Kirk? That fool! What's he plotting now? What are you talking about? Here. Take this. What's this for? I don't know. Told me. Extremely vital. Finde ich auch gut. Keine Ahnung, für was das sein soll, aber kurz vor meinem Tod muss ich dir das jetzt noch geben. Außerdem schien dieser Wissenschaftler Dr. Kirk gegenüber misstrauisch gewesen zu sein. Hinter dem Verstorbenen findet Regina die nächste DDK-Code-Disk. Danach...
Ja, danach kommt einfach ein Überraschungs-Bossfight. Bossfight in Anführungsstrichen, weil Regina hier gar nicht kämpfen muss und einfach abhauen kann. Der Dino ist danach auch verschwunden. Trotzdem richtig coole Inszenierung des T-Rex hier. Die Sounds, die der Koloss von sich gibt, sind auch allererste Sahne. Ich meine, man merkt wirklich die starke Jurassic Park-Beeinflussung, aber mich stört es nicht. Um ehrlich zu sein, für mich hören sich Dinos auch einfach so an. Obwohl das wahrscheinlich nicht originalgetreu sein wird. In diesem Office kann Regina nun eigentlich auch das Schränkchen hinter dem Schreibtisch öffnen, aber wie man das macht, wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Im unteren Geschoss versuchte ich nochmal mein Glück und wurde von Rick angerufen. I've unlocked the shutters near the entrance. One more thing. I just caught a glimpse of something on the monitor that looked human. It should be somewhere near the front of the training room. So, check there first. Jetzt haben wir endlich wieder ein Ziel, das auch auf der Karte angezeigt wird. Das ist leider nicht immer so und ist auch ein riesen Kritikpunkt, den ich habe. Vor allem im späteren Spielabschnitten bin ich echt lange planlos rumgelaufen und das hätte man durch einen kleinen Hinweis auf der Karte vermeiden können. Das Spiel wollte jetzt eigentlich, dass ich mit Regina oben das Schränkchen öffne und weitermache. Was habe ich getan? Ich habe erstmal Streit mit den Dinos, die mich die ganze Zeit unterdrücken, gesucht. Vorhin habe ich ja erwähnt, dass ich Greenpeace-mäßig unterwegs war und Angst hatte, eins gegen eins mit den Dinos zu kämpfen. Das Ganze änderte sich aber, sobald diese schuppigen Idioten auf der anderen Seite einer Laserwand waren. Dann kann Regina ganz in Ruhe dutzende Schüsse in das Reptil jagen. Hatte ich danach kaum mehr Munition? Ja. Aber meine Ehre wurde wiederhergestellt und das ist auch was wert. Bevor ich dann endlich das Schränkchen öffnete, kümmerte ich mich noch um den Safe in der Lounge. Hier bekommt Regina ein Upgrade für ihre Pistole. Ja, ihr ganzes Arsenal hat mehrere Upgrades. Mit diesem Upgrade kann sie einen alternativen Munitionstyp nutzen. Momentan benutzt Regina 9mm Patronen, die jetzt neu nutzbaren Patronen richten mehr Schaden an. Die Dinos fanden meine Aktion aber anscheinend gar nicht cool und knabberten erstmal Reginas Arm an. Dann bin ich aber endlich zum Schränkchen gegangen und bin dem Rätsel auf die Schliche gekommen. Um den Schrank zu öffnen, brauchen wir zwei Panelkarten. Die Karten heißen Sol und Leo. Sobald wir die Karten einsetzen, muss Regina allerdings einen Code eingeben. Was könnte dieser sein? Dafür muss man sich die Panelkarten genauer anschauen. Soll ist eigentlich auf den Kopf gestellt und ergibt die Zahl 705. Das gleiche ist auch bei Leo der Fall und wir kommen auf die Zahl 037. Geben wir das so in den Safe ein, werden wir mit einer Keykarte belohnt. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, weiterhelfen tut uns das jetzt aber nicht. Ja, da habt ihr recht. Aber erst nachdem wir das tun, wurde mir bewusst, dass die Laserwand in diesem Gang deaktivierbar ist. Das war also eher wichtig für meine persönliche Progression als für die des Spiels. Hinter der Laserwand findet Regina einen weiteren Lüftungsschacht mit anschließender Passage. Auf der anderen Seite kommen wir in dem Flur kurz vor unserem Ziel raus. Hier attackiert uns ein Dino, den ich aber schnell zum Sandmann geschickt habe. An dieser Stelle ist auch eine Düse installiert, die Schlafgas für Dinos freisetzt. Wieso eine Forschungseinrichtung manuell aktivierbare Schlafgasdispenser bräuchte, ist eine ganz andere Frage, die ich euch leider nicht beantworten kann. In dem auf der Karte rot markierten Raum findet Regina anschließend den Schlüssel für den zweiten Backup-Generator. Still alive. Good timing. What is it? Another lizard? That's no lizard. It's a dinosaur. Dinosaur? Look, something's really wrong with this place. This whole mission has gone sour. Hey, it's always eat or be eaten out in the battlefield. No matter who or what you're up against. Any word on the dock yet? I've got to hook up with Rick again. My radio's dead, and he's the only one who can fix it. Gail ist aber sehr easygoing.
Bin ich der Einzige, der findet, dass er die Dinos zu sehr auf die leichte Schulter nimmt? Ich meine, gut, für ihn scheinen die Dinos halt echt gar kein Problem darzustellen, aber ein bisschen, keine Ahnung, Ehrfurcht hätte ich schon erwartet. Hier im Raum sehen wir auch das Abzeichen dieser nicht benannten Nation. Oder ist es das Zeichen dieser Forschungseinrichtung? Haben Forschungseinrichtungen eigentlich ihre eigenen Embleme? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer aber definitiv sein eigenes Emblem hat, ist ein Adam-01-Kanalmitglied. Als Kanalmitglied bekommst du ein richtig cooles Emblem neben deinem Namen und du hast die Möglichkeit, eigene Adam-01-Emojis zu nutzen. Ja, ja, ich weiß, was du dir jetzt denkst. Welcher Keck würde dafür Geld ausgeben? Erstens, ey, benimm dich. Die Embleme und Emojis wurden von Xero mit Liebe gemacht. Und zweitens, bekommst du auch exklusiven Content geboten. Videos erscheinen vorab für Kanalmitglieder und es wird komplett exklusive Videos für meine Eves geben. Als sehr kleiner Creator bin ich auf jede Hilfe angewiesen und bin euch für jeden Cent sehr dankbar. Wisst ihr, für was ich nicht dankbar bin? Für die Dinos, die mich hier durch die Gänge scheuchen. Regina muss den Strom der Anlage wiederherstellen. Auf dem Weg zum zweiten Backup-Generator greift uns ein Dino an und wir erleben einen zweiten Danger-Moment. Den ersten hatten wir mit Gale, aber ich glaube, der endet eh immer mit der Rettung von Regina, also fand ich diesen nicht erwähnenswert. Diese Danger-Moments werden im gesamten Spiel nicht einmal erklärt. Eigentlich möchte in diesem Moment das Game, dass wir unseren Controller wie den Arm eines nichtwählerischen Junkies behandeln und alles drücken. Je nachdem, wie schnell man das schafft, kassiert Regina etwas Schaden oder stößt den Dino weg und verschafft sich etwas Freiraum. Um den zweiten Backup-Generator zu starten, muss Regina das gleiche Rätsel wie beim ersten lösen. Nur sind die Farben diesmal in einer anderen Reihenfolge und eine der Batterien muss erst eingesetzt werden. Nachdem wir das erledigt haben, müssen wir zu Rick im Kontrollraum zurückkehren. Dort wartet er auch schon mit Gale auf uns. What's the emergency? Gale just told me he saw someone on the underground monitor. We flashed by pretty quick, but I'm sure I saw something. Rick, open the shutter to the underground area. What is it? It's a distress signal from one of our team members. It must be Cooper. Yeah, or it might be Tom. He infiltrated this facility posing as one of the researchers. Can you pinpoint the signal? It's coming from outside of the building, to the east of the rear entrance we came in from. Look, we'll deal with it later. Our first priority is the survivor in the underground. It could be the doc. What are you talking about? He's asking for our help. We don't leave our own behind. And what if it's a trap? Would you want one of us to come and rescue you? Don't bother. I'm willing to take that risk. Remember our mission. We're not here to babysit. That's your way of operating, not mine. All right. You have your access to the underground, Gale. So get moving. You handle your things your way, I'll handle my things my way. That punk is really starting to get on my nerves. Regina, I'm heading out to investigate the underground. Ich muss an dieser Stelle mein dickes Lob für die Charaktere in Dino Crisis aussprechen. Irgendwie haben die Entwickler es geschafft, die unterschiedlichen Persönlichkeiten trotz cheesy Dialogen interessant darzustellen. Was ist? Rick und Gale verhalten sich genauso, wie man es von ihnen erwartet. Direkt zu Beginn des Spiels wurden die Charakterzüge etabliert und mit Hilfe dieser Cutscene vertieft. Rick möchte dem Notsignal seines Kameraden folgen, während Gale der Mission treu bleibt. Die Entscheidung, die Regina treffen muss, ist jetzt nicht schwarz und weiß, gut und böse. Beide Seiten haben valide Pro- und Kontra-Argumente. Natürlich, Gale erscheint herzlos, aber irgendwo hat er auch recht. Hierbei handelt es sich um ein professionelles Agententeam, kein Kindergarten. Ricks Absichten sind aber ebenso verständlich. Einen Kameraden lässt man schließlich nicht im Stich. Dass Regina jetzt eine Entscheidung treffen muss, ist für mich auch ein bisschen ein Hinweis darauf, zu welcher Zeit das Spiel entwickelt wurde. Parallel entwickelte Capcom nämlich Resident Evil 3 Nemesis, das übrigens auch im gleichen Jahr erschien. Das Entscheidungskonzept finde ich in Dino Crisis aber viel besser. In Resi 3 hat man keine Möglichkeit, auch nur ansatzweise abzuschätzen, welche Konsequenzen die Entscheidungen haben werden. Soll Jill die Brücke herunterspringen oder Nemesis schubsen? Keine Ahnung. Oh, du Vollidiot, hast Nemesis die Brücke runtergeschmissen? Tja, jetzt bekommst du das schlechte Ending reingedrückt.
Mit den Entscheidungen kann der Spieler auch ein wenig widerspiegeln, was Regina für einen Charakter hat. Ist sie eher so missionsorientiert wie Gale oder doch mehr ihren Kameraden verbunden wie Rick? Ein kleines Manko haben die Entscheidungen aber leider. Sie haben zwar Auswirkungen auf manche Story-Momente und auf das Gameplay, die Story insgesamt wird durch die Entscheidungen bis auf die letzte nicht beeinflusst. Heißt im Klartext, egal wie Regina sich entscheidet, am Ende kommt Regina an der gleichen Stelle raus. Das Gute für uns ist aber, dass ich euch dadurch direkt beide Wege zeigen und diese miteinander vergleichen kann. Dafür habe ich die gute Ugga Bugga Regina mitgebracht. Die Schönheit aus der Steinzeit sieht nicht nur verboten gut aus, sie kann auch ziemlich hart austeilen. Mit ihrem Granatenwerfer ist sie der größte Dino-Schreck, seit Fred Feuerstein seine Führerscheinprüfung bestanden hat. Die Ugga Bugga Regina repräsentiert meinen zweiten Durchlauf, in dem ich mit dem freigeschalteten Granatenwerfer samt unendlich Munition gespielt habe. Mit der Agenten Regina bin ich Rick gefolgt, mit der Ugga Bugga Regina Gale. Die Agenten Regina folgte Rick nach draußen, um ihn dann kurz zu verpassen. Dafür, dass Rick sich so sehr um seine Kameraden sorgt, scheint in Regina ziemlich egal zu sein. Erst läuft er vor ihr weg und dann lässt er einfach zwei Raptoren für sie zurück. Wenn dich zwei Echsen gleichzeitig attackieren, wird dir einfach wieder bewusst, wie gefährlich die Dinos in diesem Spiel einfach sind. Hier kassierte ich auch meinen ersten Tod. Dino Crisis schickt einen aber nicht wie andere Spiele direkt ins Hauptmenü. Es bietet dem Spieler an, den letzten Checkpoint zu laden. Ja, ein PlayStation 1 Horror-Game mit Checkpoints. Ich kann es auch kaum glauben. Diese Continues sind allerdings limitiert auf 30 Stück. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, selbst als absoluter Noob wird man nie alle 30 aufbrechen. Im Arrange-Modus sind die Continues aber tatsächlich auf 5 reduziert. Dies ist also eine Methode, mit der das Spiel für internationale Spieler erschwert wurde. Ein zweites Mal habe ich mich aber nicht hops nehmen lassen und habe mich den Dinos gestellt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich dachte irgendwie, ich hätte mehr Dinos am Leben gelassen. Nachdem ich die beiden pulverisierte, bekam ich es aber mit ihrem geflügelten Bruder zu tun. Dies ist der erste ordentliche Bossfight in dem Spiel. Ich sage Bossfight mit Anführungszeichen, da Regina einfach die Arena verlassen kann, um sich mit Rick zu treffen. Regina, du kannst einfach gehen. Hä, also jetzt mal ehrlich, wie viele Dinos habe ich auf dem Gewissen? Bin ich der Asteroid? Hab ich? Nein, Adam, hör auf. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das war sicherlich der letzte Dino, den ich auf dem Gewissen habe. Soweit wir uns mit Rick kopieren, finden wir heraus, wer das Notsignal sendete. They came out of nowhere. Didn't have a chance. Tom, can you tell us what's going on here? Kirk's insane. His experiments have nothing to do with energy development. Tom! Here, take this. His wounds are pretty bad. We have to move him someplace safe immediately. Ich find's löblich, dass es sich die Menschen hier auf der Insel zum Ziel gemacht haben, immer vor ihrem Tod Schlüsselobjekte herauszugeben. Nichts mit, sag meiner Frau, dass ich sie liebe oder ich bereue meine Taten. Nee, hier ist die DDK-Disk L, mit der du weiterkommst. Rick scheint einen heilenden Blick zu haben, denn er kümmert sich um Toms Wunden, indem er ihn anstarrt. Im hinteren Teil des Raumes sind einige Spinde und eine Karte des Areals. Die Kartendaten kann Regina aufzeichnen und somit ihre Karte um Räume erweitern, die sie noch nicht gefunden hat. Um den Strom für den riesigen Fahrstuhl herzustellen, muss Regina an ein paar Flugraptoren vorbei und ein richtig innovatives Rätsel lösen. Drei Rohre, grün, rot und blau, müssen mit drei Löchern connected werden, wobei die Rohre unterschiedliche Formen haben. Ich weiß, ihr würdet jetzt sicherlich einen Rohre verlegen oder Einlochen-Joke erwarten, aber das wäre unter meinem Niveau. Die Reihenfolge, in der Regina die Rohre reinsteckt, ist hierbei entscheidend. Ist ein bisschen so, als wenn Regina die Planung ihrer eigenen Nein, Adam. Niveau. Sobald Regina die Rohre erfolgreich verlegt hat, kann sie zu Rick zurückkehren. Schnell!
Ihr könnt Regina helfen. Drückt den Abonnier-Button, falls ihr das noch nicht getan habt. Schnell! Puh, da habt ihr Regina aber nochmal aus der Patsche geholfen. Vielen Dank. Sobald Regina den Fahrstuhl wieder ins Laufen bringt, schleppt Rick Tom mit und das Team kann in den Untergrund vordringen. Later outside. Good. Now we can head straight down to the underground. So you saw the beast, right? Yeah. Pteranodon, wasn't it? I meant you saw that it was a real dinosaur. It's unbelievable. Didn't I tell you? This is just like that movie. Im Untergrund wird den dreien allerdings der Weg durch Container versperrt. Regina muss den Kran bedienen, um dem Team einen Weg zu bahnen. Regina! We have to hurry. Tom's not going to last much longer. I'll clear a path by moving these containers. You just keep an eye on Tom. Der Kran ist, wie zu erwarten, ein weiteres Rätsel. Die Bewegungen des Krans sind auf diesen Karten hier vordefiniert. Allerdings müssen nicht alle Karten eingesetzt werden. Wenn Regina will, kann sie auch einfach einen Container dauerhaft am Haken lassen. Das war dann für mich auch des Rätsels Lösung. Ich muss sagen, die Forschungseinrichtung ist aber auch unnötig kompliziert gebaut. Sei es die Rohre von eben oder der Kran. In Resident Evil gab es mit dem Architekten Trevor wenigstens eine Erklärung dafür. Keine gute Erklärung, aber eine Erklärung. Nachdem Regina den Weg für Rick eröffnete, sagt er ihr, dass sie sich auf die Mission konzentrieren soll, während er sich um Tom kümmern würde. Betreten wir mit Regina den nun geöffneten Weg, können wir das Tagebuch eines übel zugerichteten Forschers sichten. In dem Dokument spricht der tote Mann lediglich über die beiden DDK-Discs, die wir bereits erhalten haben, und Tom. Anscheinend hat Tom gute Arbeit geleistet, denn Dr. Kirk vertraute ihm wohl relativ schnell, auch wenn der notizschreibende Forscher die Vergangenheit von Tom in Frage stellte. Wenn wir mit Regina den nächsten Raum betreten, wird kurz gezeigt, was mit Rick und Tom passiert. Watch out! Chew on this! Folgen wir den beiden. Ach, goddammit. Resident Evil und Silent Hill kamen auch gut ohne ständige Jumpscares aus. Dino Crisis haut hingegen jede 20 Minuten einen dieser Danger Moments raus. Soll das die Panik sein, aufgrund dessen Shinji Mikami das Panic-Horror-Genre gründete? In gewisser Weise setzt Panik auch ein, wenn diese Momente kommen. Allerdings nicht in Bezug auf den Dino. Ich habe eher Panik, meinen Controller bei dem hektischen Tastendrücken zu zerstören. Den Dino habe ich dann mit Regina schlafen gelegt und bin weitergegangen. Auf dem Weg zu Rick und Tom begegnen wir einer neuen Dino-Art. Gegen die zu kämpfen ergibt absolut keinen Sinn, denn die spawnen unendlich oft. Mit Ugga Bugga Regina habe ich es vergeblich versucht. Betreten wir mit der Agenten Regina den Medizinraum, erfahren wir, was aus unseren Kameraden geworden ist. He's dead. Hey, it's not your fault. Yeah. I'll be in the control room. Ich will ja nicht euren Moment zerstören, aber doch, das ist absolut Ricks Schuld. Er hatte genau eine Aufgabe und die konnte er nicht erfüllen. Aber hey, wir machen alle Fehler. Meine Fehler haben zwar noch keinen Freund von mir das Leben gekostet, aber ich will auch nicht den Tag vor dem Abend loben. Regina kann hier im Medizinraum nun eine ID-Karte mit dazugehörendem Dokument finden. In dem Dokument steht, dass die ID-Karte Colonel Clay gehört und damit der Strategieraum im Erdgeschoss geöffnet werden kann. Der Colonel sollte wohl vor dem großen Experiment dort anwesend sein. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass die Dokumente ein Experiment erwähnen. Ob dieses Experiment wohl die ganzen Dinos freigesetzt hat? Bevor es weitergeht, wollte ich eigentlich noch die MP von Tom mitnehmen, aber das geht leider nicht. Gehen wir außerhalb des Medizinraums die Treppe hoch, landen wir wieder im Flur vor dem Kontrollraum. Das ist der gleiche Flur, in dem wir die erste Emergency Box geöffnet haben. Im Kontrollraum können wir uns auch wieder mit Rick unterhalten, aber er sagt uns nur niedergeschmettert, dass er keine Ahnung hat, wo Dr. Kirk sich befindet. Da man sich auch genauso gut mit einer
Wand unterhalten kann, habe ich meine neue ID-Karte genommen und bin zum Strategieraum gegangen. Hier kann Regina die DDK-Input-Disk und ein Gerät aufnehmen, das Fingerabdrücke scannt. Wofür das Ding überhaupt gut ist, erklärt ein Dokument, das direkt daneben liegt. Anscheinend kann die ID-Karte in unserem Besitz umgeschrieben werden. Dafür braucht Regina nur die Fingerabdruckdaten der betroffenen Person. Anscheinend kann der Fingerabdruck auch von einer verstorbenen Person genommen werden. Bei einem Unfall, der in diesem Dokument nicht weiter beschrieben wird, sind anscheinend Forscher gestorben. Von einem der Forscher wurde der Fingerabdruck gescannt. Dadurch hat sich wohl eine unbefugte Person Eintritt in den unteren Bereich der Anlage verschafft. Ich vermute übrigens, dass diese Person unser verstorbener Kollege Tom ist. Jedenfalls stand heute das schon mehrfach erwähnte Experiment an und Gäste wurden eingeladen. Deswegen befindet sich das Gerät nun hier im Strategieraum. Nicht, dass sich jemand unbefugt eine neue Karte druckt. An dieser Stelle müssen wir aber die Agenten Regina verlassen und schauen, wie Ugga Bugga Regina vorgegangen ist. Sie hat sich für Geldmethode entschieden und ist ihm direkt in die untere Etage gefolgt. Bei Geldmethode bestreiten wir den Weg erstmal quasi andersherum und laufen direkt den Gang mit den kleinen Dinos entlang und können den Medizinraum betreten. Hier findet auch Ugga Bugga Regina die ID-Karte des Colonels. Draußen habe ich dann, wie schon bei dem Durchlauf der anderen Regina erwähnt, auf die kleinen Dinos geschossen. Okay. Ihr fragt euch bestimmt gerade, wieso Regina mit einem prähistorischen Fisch auf kleine Dinos schießen kann. Ein Wort: Mühe. Die Entwickler haben sich damals noch Mühe gegeben. Und das sage ich nicht einfach so. Dino Crisis 1 hat insgesamt 4 Kostüme für Regina. Ihre normale Agentenkleidung, eine Armeekleidung, eine Kampfkleidung und das Fred Feuerstein-Kostüm. Die Kampf- und Armeekleidung bekommt man durch einen gemeisterten Spieldurchlauf. Für das Ugga Bugga-Kostüm muss der Spieler das Spiel 2-mal durchspielen. Das Urzeitkostüm ist besonders, denn dadurch verändern sich jegliche Waffenskins. Die Pistole wird zum Beispiel zu einem Knochen und der Granatwerfer zu einem Fisch. Selbst die Waffen-Upgrades sind in diesem Urzeitstil. Das Pistolen-Upgrade von vorhin sieht mit dem Skin wie ein Fellfetzen aus. Ich brauche, glaube ich, gar nicht erwähnen, dass man heutzutage locker nochmal einen Zehner dafür hätte draufpacken müssen, wenn nicht sogar mehr. Worte können gar nicht zum Ausdruck bringen, wie sehr ich es vermisse, solche Sachen erspielen zu können. Ich erfreue mich jedenfalls über mein Kostüm und den Fischgranatwerfer. Nachdem Regina vergeblich versuchte, die kleinen Dinos zu dezimieren, trifft sie auf Gale. Dr. Kirk? Hey, wait! Gale hat wirklich keine Sekunde gezögert und ist dem Doc hinterher. Das nenne ich mal Commitment. Regina muss sich jetzt Zugang über den Fahrstuhl verschaffen. Vorher können wir aber noch den Containerhof von eben abchecken. Bis auf die Notiz, die wir schon mit der Agentin Regina gelesen haben, gibt es hier allerdings nichts Besonderes. Jetzt muss die Ugga Bugga Regina trotzdem nochmal komplett außenrum gehen, um die Objekte beim großen Aufzug einzusammeln. Außerdem muss sie auch den Strom für diesen Aufzug wiederherstellen. Wo der sich befindet, wissen wir ja, und Regina macht sich auf den Weg. Kurz bevor Regina dort ankommt, ruft Rick auch nochmal an und informiert uns darüber, dass Tom gestorben ist. Rick hier. I found Tom. And? I was too late. He didn't make it. You did what you could. I'm back in the control room right now. I'm going to continue working on the system. Die nächsten Abschnitte sind bekannt. Regina muss gegen den fliegenden Raptor kämpfen, einige Items im Kontrollraum einsammeln und den Strom für den Riesenaufzug mittels der Rohre herstellen. Sobald sie den Aufzug nimmt, muss Ugga Bugga Regina auch die Container per Kran verschieben. Jetzt kann sie ebenfalls zum Strategieraum gehen und Ugga Bugga Regina fusioniert wieder mit der Agenten Regina. Mit dem Fingerabdruckscanner und unserer neuen ID-Karte müssen wir nun erstmal ins Büro. Ja, der Raum heißt einfach nur Büro. Ich habe die Raumsnamensverteilung nicht durchgeführt, okay? Das Büro befindet sich gegenüber vom Trainingsraum, dort wo uns Gale vor einem Raptor-Angriff gerettet hat. In diesem Büro steht ein PC, an den Regina ihre ID-Karte umschreiben könnte. Der PC fordert allerdings eine Registrierungsnummer, die wir nicht haben. Den nötigen Fingerabdruck hat Regina ebenfalls nicht. Wir haben das Ding schließlich noch nicht einmal verwendet. Zu diesem Zeitpunkt wurde Adams Unachtsamkeit absolut bestraft. Ich meine, ich habe euch ja bereits von dem blauen Dokument erzählt, das ich wegen dem Dino nicht gelesen habe. In diesem Raum befinden sich ganze 2 Notizen, die ich ebenfalls nicht als wichtig erachtet habe. Die Tafel und das rote Dokument hier. Im Nachhinein frage ich mich,
mich wirklich, wie ich das übersehen konnte. Ich meine, na gut, die Tafel könnte halt wirklich zum Background gehören, aber das rote Dokument? Das war ziemlich offensichtlich. Eigentlich kennzeichnet Dino Crisis die lesbaren Objekte auch ganz gut. Shame on me also an dieser Stelle, aber keine Sorge. Ich hab dafür gebüßt. Denn ich bin rumgelaufen, hab rumgesucht und mich über das Spiel aufgeregt und alles und jeden verflucht. Ihr müsst wissen, zumindest das blaue Dokument war so essentiell, dass ich ohne nicht mehr weitergekommen wäre. Ich bin so lange frustriert rumgelaufen, dass ich irgendwann in jeden einzelnen Raum gegangen bin, um zu schauen, was ich vergessen habe. Irgendwann bin ich auch endlich darauf gekommen, dass ich die Dokumente im Büro lesen sollte. Auf der Tafel stehen Informationen über einen Personalwechsel. Ein Wissenschaftler namens Paul Baker wurde verlegt und musste deswegen seine Karte umschreiben. Wir erfahren zumindest schon mal seine Registrierungsnummer. Bevor ich versuchte, die Karte zu überschreiben, habe ich auch das rote Dokument gelesen. Vor 3 Jahren ist anscheinend ein Experiment schiefgegangen und es lag an einem Stabilisator, der heute Abend getestet werden sollte. Es wurde etwas namens Third Energy getestet und bei dem Unfall gingen ganze 150 Personen drauf. Deswegen wurde die Sicherheit in der Anlage erhöht und das Gerät zum Umschreiben der Karten hierher gebracht. Wenn ich das mal zusammenfassen dürfte, heute Abend wurde ein Stabilisator geprüft, der anscheinend nichts stabilisierte und die Sicherheit wurde erhöht und trotzdem ist hier nichts gesichert. Typisches Beamtentum eben. Um die Karte zu überschreiben, brauchte Regina noch den Fingerabdruck von Paul Baker, dessen Nummer wir jetzt haben. Das Telefon, das direkt gegenüber von der Tafel steht, ist in der Lage, Paul Baker anzupiepen. Heißt, falls wir die Leiche von ihm finden, wird sie einen Sound von sich geben. Das hat Ugga Bugga Regina übrigens ohne Probleme erledigt, aber mit der Agenten Regina habe ich unfreiwillig einen anderen Weg gewählt. Hier hat Dino Crisis nämlich eine kleine Variation eingebaut. Wir müssen nicht unbedingt die Registrierungsnummer und Fingerabdrücke von Paul Baker nehmen. Es gibt auch noch einen anderen Wissenschaftler, den wir dafür nutzen könnten. Nützt aber alles nichts, ohne das blaue Dokument zu lesen. Also machte ich mich wieder auf den Weg und machte fast mehr Schritte als Madame O'One, wenn sie nur kurz mal einkaufen gehen möchte. Irgendwann ist der gute Adam aber dann endlich auf das Dokument gestoßen. In dieser heiligen Schrift beschreibt ein Wachmann das Vorgehen seiner Männer. Wachleute sollten Kirk und den Chief, wahrscheinlich der militärische Befehlshaber der Anlage, während eines Meetings beschützen. Hier wird auch nochmal auf das Experiment hingewiesen. Außerdem wussten die Sicherheitskräfte, dass ihre Anlage bereits von einem Spion infiltriert wurde. Wichtig, um weiterzukommen, ist aber einzig und allein der Code, der hier drin steht. Damit kann nämlich der Safe im allerersten Safe Room geöffnet werden. In diesem findet Regina den Schlüssel für die große Eingangstür. Wenn Regina nur nach draußen geht, finden wir eine weitere DDK-Disk und den eben erwähnten zweiten Wissenschaftler. Der Kollege macht es uns zum Glück extrem einfach, denn seine Registriernummer steht komfortablerweise auf einem Zettel direkt neben seiner Leiche. Nachdem Regina auch seinen Fingerabdruck nahm, kann sie endlich die ID-Karte überschreiben. Mit Hilfe der DDK-Disks und unserer neu beschriebenen ID-Karte kann Regina nun das DDK-Schloss im Eingangsbereich der Einrichtung öffnen. Auch hier muss sie wieder die Buchstaben aus dem Key von dem Buchstabensalat oben subtrahieren, um auf das Passwort Newcomer zu kommen. Hier findet sie eine weitere Karte des Bereichs und den Aufzug, der ihr den Zutritt zum unteren Teil der Einrichtung ermöglicht. Hier gibt es auch wieder einen Danger Moment. Anstatt sich mit dem Dino zu befassen, bin ich aber schnell zu dem Dokument in der Mitte des Raumes gelaufen. Hier steht, dass die DDK-Schlösser weiterentwickelt wurden. Wenn der Key aus Nummern besteht, muss der Anwender die Nummer in Zahlen umwandeln. 1 steht für A, 2 für B und so weiter. Gut, dass wir das Dokument hier finden, denn direkt bei der nächsten Tür muss ein weiteres Schloss geöffnet werden. Das Passwort ist diesmal Laboratory. Der Code, um zum Labor zu kommen, ist Labor. Ihr merkt schon, Sicherheit wird in dieser Anlage ganz groß geschrieben.
Jetzt weiß ich auch, wieso wirklich hinter jeder Sicherheitstür Dinos sind. Die Passwörter sind so einfach zu knacken, dass selbst Dinosaurier, die weder tippen noch die Sprache verstehen können, auf die Passwörter kommen. In diesem Teil der Forschungseinrichtung finden wir ein Lager, in dem Regina ein Terminal und ein weiteres Upgrade für ihre Pistole finden kann. Geht Regina weiter, kann sie die Laserstrahlen wunderbar nutzen, um die Dinos fernzuhalten. In einem Forschungsraum finden wir ein Journal, der uns endlich etwas bezüglich Third Energy aufklärt. Die Third Energy soll eine Energiequelle darstellen, die unendlich Energie aus der Luft generieren kann. Verständlicherweise sind die Forscher überzeugt, somit die größten Probleme der Gesellschaft lösen zu können. Der Forscher, der das Journal schrieb, stellte aber fest, dass das Militär sehr an dem Projekt interessiert sei und er vermutete, dass mehr hinter dem Projekt steckt als nur diese neue Energiequelle. Anscheinend hat der Forscher sich mit anderen zusammengetan, um Dr. Kirk zu untersuchen. Herausgefunden haben sie aber nichts. Dr. Kirk hingegen ist den herumschnüffelnden Wissenschaftlern auf die Fährte gekommen und richtete ein geheimes Labor ein. Irgendwann fanden die Wissenschaftler aber einen Hinweis für Dr. Kirks geheimes Labor. Diesen Hinweis versteckten sie im vorhin durchstöberten Lagerraum, der hier Bibliothek genannt wird. In diesem Raum können wir erstmal nicht mehr weiter. Danach kann Regina aber einen weiteren Raum, den Computerraum, erkunden. Hier findet sie einen Schraubendreher und ein Terminal, in dem sie eine Tür in dem vorherigen Raum öffnen kann. Daneben liegt ein weiteres Dokument, was auf die DDK-Schlüsse eingeht. Ja, das DDK-System ändert sich schon wieder. Diesmal wird bekannt gegeben, dass die Nummern, die unten im Keyfeld stehen, anzeigen, welche Spalten aus dem Codefeld gelöscht werden können. Ha. Wer soll sich das alles merken? Jemand, der Dino Crisis spielt natürlich, denn die Dokumente werden nirgendwo gespeichert. Alles muss man sich merken. Es gibt kein Menü, in dem man sich die Dokumente nochmal durchlesen kann. Die Kartendaten kann Regina ohne Probleme in ihrem Agentending einlesen, aber ein simples Foto von den Dokumenten ist leider nicht drin. Regina kann nun den am Terminal geöffneten Raum betreten und findet eine Gaskammer vor. In der Gaskammer sitzt ein Forscher eingesperrt. Ich möchte gar nicht wissen, wie man sich in solch eine Situation hereinmanövrieren kann, aber gut. An den Computern vor der Gaskammer muss Regina nun Gase mischen, um das Vergiftungslevel des Gasgemisches auf Null zu bringen. Welche Farben wie gemischt werden müssen, steht auf der Tafel vor dem Gasraum. Man kann aber auch natürlich, Adam O'One Style, Farben drücken, bis es klappt. Gonna be okay. What happened? That fool. Who are you talking about? What are you planning, Kirk? I'm here with the rescue team. Where is Dr. Kirk? Here. This will give you access to his personal lab. Zum Ende hin hatte der Voice Actor echt absolut keine Lust mehr. Er ist jetzt schon der Dritte, der Regina kurz vorm Abnippeln irgendein Schlüsselobjekt gibt. Diesmal ist dies eine Chipkarte. Untersucht Regina den Wissenschaftler nach dem Ableben nochmal, bekommt sie einen kleinen Schlüssel. Mit dem Schlüssel kann im Medizinraum eine kleine optionale Box mit Loot geöffnet werden. Bevor Regina aber den Raum verlassen kann, wird sie von einem Dino angegriffen. Den Dino könnten wir theoretisch am Leben lassen, aber Rache schmeckt am besten kalt serviert. Mit der erhaltenen Chipkarte muss Regina zurück in den Lagerraum bzw. die Bibliothek. Geben wir den auf der Chipkarte verzeichneten Code ein, können wir das Lager öffnen. Zuvor muss Regina allerdings noch ein kleines Rätsel lösen. Hier müssen diese kleinen Balken so angeordnet werden, dass sie dem Bild unten links entsprechen.
Schaffen wir das, kann Regina die Lagerbox öffnen und erhält eine Karte mit dem eingravierten Buchstaben R. Zudem ist eine Nachricht hinterlegt worden. Ein Mike hat einem Paul gesagt, dass mittels der Karte Dr. Kirks geheimes Labor geöffnet werden kann. Mike und Paul sind anscheinend Wissenschaftler, die an der Ausspionierung von Dr. Kirk beteiligt waren. Sie wollten heute Abend beim Experiment zuschlagen. Offensichtlich ist etwas dazwischen gekommen. Regina hat jetzt eine L- und eine R-Karte. Die kann Regina jetzt im Computerraum nutzen. Dafür ruft sie Gale an. Bevor die Cutscene hier losgeht, möchte ich dazu kurz was sagen. Dass Regina anscheinend jederzeit Gale zu sich rufen kann, nimmt wirklich ein bisschen den Gruselfaktor. Bei Resident Evil wurde noch viel mehr Wert drauf gelegt, dass man sich als Spieler allein und isoliert fühlt. Ich weiß, Dino Crisis wollte einfach eine andere Atmosphäre kreieren, aber mir ist das etwas sauer aufgestoßen. So, jetzt können wir aber Gale wirklich anrufen. Regina? I finally made it to the entrance of the doctor's lab. Good work. The door looks like it needs two people working in tandem to unlock it. Sit tight. I'll be right there. So, what's our status? Here, take this. Ready? Okay, on three. One, two, three! Um weiterzukommen, muss ein weiteres DDK-Schloss geöffnet werden. Hier kommt das vorhin erwähnte neue System zu tragen. Mit dem Passwort Energy lässt sich die Tür öffnen. Wir sind hier nun in dem geheimen Labor von Kirk. Wieso Regina hier einfach sofort die hochsensible Technologie antatscht, kann ich euch leider nicht beantworten. Auf dem Tisch liegt ein Dokument, in dem vermutlich Dr. Kirk über die Third Energy schreibt. Seit dem Unfall von vor 3 Jahren versuchten die Wissenschaftler, den Stabilisator weiterzuentwickeln. Dieser soll eigentlich jegliches Risiko minimieren. Dr. Kirk erkennt an, dass solange der Stabilisator die Energiequelle nicht zu 100% safe macht, seine Arbeit für die Katz war. Diese Notiz schien nach dem heutigen Experiment geschrieben worden zu sein. Der Stabilisator funktionierte anscheinend schon wieder nicht richtig und übrige Energie wurde auf ein Gebiet im Radius von rund 1 Kilometer verteilt. Dieses Experiment rufte anscheinend, wieso auch immer, die Dinosaurier hervor. Auch wenn das nicht der Plan war, denkt Kirk, dass dies die Militärleute vielleicht trotzdem beglücken könnte. Zum Schluss gibt Kirk dann noch zu, dass er wie eine Ratte das sinkende Schiff verlassen wollte. Um mal die Infos bis hierhin zu zusammenzufassen. Dr. Kirk entwickelte mit seinem Team diese Third Energy. Bei dem ersten Experiment vor 3 Jahren gab es entweder noch keinen Stabilisator oder dieser funktionierte nicht richtig. Das resultierte in einem Desaster, das das Leben von 150 Leuten auslöschte. Was dieses Desaster genau war, kann ich euch nicht wirklich beantworten. Ich dachte zunächst, es ging um eine Explosion. Andererseits gibt es später Hinweise darauf, dass damals bereits schon Dinosaurier freigesetzt wurden. Jedenfalls ging das zweite Experiment ebenfalls schief. Dass Regina und ihr Team genau an diesem Tag die Einrichtung infiltrierten, ist entweder Zufall oder Tom hat ihnen gesteckt, dass das Experiment an diesem Abend durchgeführt wird. Regina kann in Kirks Labor nochmal mit dem Simuliergerät rumspielen, bis sie dann zu Gale zurückkehrt. He's not here. Why? This operation is taking way too long already. Warning. The emergency system has been activated. Emergency lockdown in progress. What's going on? Oh, Kirk must have tripped off the security system. That fool. What's your status, Regina? I'm reading an emergency lockdown in your section. We're trapped inside here. Kirk must have triggered it off. We didn't touch anything. Can you clear it? I'll see what I can do. What's wrong with this thing? Cool it, Gale. We'll find a way out somehow. Hier kommt der bereits aufgehobene Schraubendreher zum Zug. Den kann Regina hier einsetzen, um den Alarm zu stoppen. Ein kleines Rätsel muss sie dabei auch lösen. Diese 3 Tafeln müssen so gedreht und eingesetzt werden, dass sie das Bild unten ergeben.
Sobald Regina das erledigt, kontaktiert uns Rick. The emergency lockdown has been bypassed. You have 10 minutes until this section is sealed off. We'd better get moving. We've bypassed the door lock and we're on our way out. That's great. But the entire underground area is crawling with dinosaurs. You'll never be able to make it through there. Don't sweat it. I'll take them all out one by one if I have to. Brilliant plan, fearless leader, but I have a better one. These readouts tell me there's an emergency escape hatch in the dog's private quarters. You should be able to make a clean break through there. Are you sure? Yeah, but there's one problem. The hatch is password locked through the mother system. Forget it. If you can't crack the code before the dinosaurs rush in, we'll be completely trapped. I know. You just have to trust me. I don't. Fine. What about you, Regina? Make your choice. Und schon wieder müssen wir wählen. Folgen wir unserem furchtlosen, muskulösen Anführer Gale oder dem witzigen, empathischen Rick? So, ihr kennt das Spiel. Mit der Agenten Regina habe ich Ricks Methode gewählt, mit der Ugga-Bugga Regina Gales. Für Ricks Methode muss Regina zurück in das Labor von Kirk und seinen PC bedienen. Rick informiert uns dann, dass er sich in das Netzwerk hacken konnte. Um die Notfallklappe zu öffnen, muss Regina allerdings Memory spielen? Also no joke, Regina bekommt die Codes angezeigt, muss sich die Buchstaben und Reihenfolge merken und dann eingeben. Das wird dann aber immer komplizierter. Als Galaxy Brain YouTuber war das natürlich kein Problem für mich. Die Tatsache, dass mein PC dazu in der Lage war, Screenshots zu machen, hat damit natürlich nichts zu tun gehabt. Sobald Regina das Rätsel gelöst hat, flieht sie durch die Klappe. Now don't waste any time. Just get out of there. Hold it. Dr. Kirk? We've come to help. We're representatives from your nation's government. My nation? I'm touched. And what do you government agents want with me? Shut up. You're coming with us if I have to knock you out and drag you back myself. Well, according to the government, I'm officially deceased, correct? If that's the way you want it, I'd be more than happy to oblige. So what'll it be, genius? Relax, Agent. My study is nearing its final stages. Magnificent, isn't it? But I can't leave before I've analyzed the final results. I don't give spit about your results. I'm taking you back under orders, so shut up and follow me. Regina, locate the communication facility and call in the extraction chopper. You can't do this! I have rights! According to command, you're government property, pal. I suggest you take it up with them. No! They can't do this to me! They deserted me 3 years ago and now they want me back? This is preposterous! Shut up. Then shoot me, idiot. You lame, flat-top, jaw-headed... Shut up. Where's the communication room? Take the elevator up from the control room. I need a card to access that elevator. I know you've got one. Hand it over, Doc. Oh. Fine. So, we're all set then. I'll meet you at the heliport. Hey, wait, where are you going? I have a little unfinished business to take care of. I'll drop this guy off with Rick. Now get moving. Unfinished business. Wie schön arrogant Kirk hier dargestellt wird, passt auch richtig gut zu den Dokumenten, die wir bisher über ihn gefunden haben. Um zum gleichen Punkt zu kommen, musste Ugga-Bugga-Regina sich durch die halbe Anlage kämpfen. Das gesamte Spiel lässt sich komplett auf den Garn durchspielen. Und kein Team ist zu schaffen. Ansonsten ändert sich nur der Anfang der Kirk-Cutscene. So this must be the elusive Dr. Kirk. Yeah, gave us quite a run for our money. You get around, don't you? Just like a rat. And you got this whole island set up as your little maze.
Well, I am glad I kept you entertained, tough guy. Shut up. I'm surprised they sent someone after me. I had heard they reported me as deceased. An dieser Stelle können wir auch Agenten und Ugga-Bugga-Regina wieder miteinander fusionieren. Mit Hilfe von Kirks Karte kann Regina nun den Fahrstuhl im Kontrollraum betreten und somit zum Kommunikationsraum gelangen. Hier findet Regina übrigens auch Slug-Bullets. Auch wenn ich einige Munitionsarten bereits aufgenommen habe, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dies eben zu erklären. Die Waffen von Regina haben alternative Munition. Mit der Shotgun können entweder normale Streukugeln oder diese Slug-Patronen genutzt werden. Die Slug-Patronen sind effektiver bei einem Ziel. Die Streukugeln streuen halt eben. In die Shotgun können aber auch Betäubungs- und Giftpfeile geladen werden. Giftpfeile sind eine tödliche Variation der Betäubungspfeile, die einen Dino One-Hitten. In dem Kommunikationsraum findet Regina den Antennenschlüssel. Mit Hilfe des Schlüssels kann sie im Kommunikationsraum die Antenne aktivieren. Verlässt sie den Turm, erwartet sie ein hartnäckiger, mit Schuppen übersäter, überdimensionierter Stalker. Und nein, ich rede nicht von dem Lord. The emergency lock on the second floor has just been activated. I'm a bit busy right now. Do something about it. Don't sweat it. I'll release the lock. Auch dies ist wieder kein echter Bossfight. Regina muss vor dem T-Rex weglaufen und am Ende jedes Mal auf ihn schießen, sobald er zubeißen will. Irgendwann entsperrt Rick dann endlich die Tür und Regina kann in den Kommunikationsraum fliehen. Hier kontaktiert sie ihre Basis und ordert einen Helikopter. Der Weg zum Helikopterlandeplatz befindet sich draußen, wenn man durch den Haupteingang flieht. Um endgültig zum Heli zu gelangen, muss Regina noch durch eine Art Lagerhaus. Hier findet sie den Granatenwerfer von Heckler & Koch of Germany? Ist das hier einfach Werbung für einen Waffenhersteller? Ich habe im Internet echt gesucht, aber ich habe nichts dazu gefunden. Die Waffen in Dino Crisis sind halt echte Waffen, nicht irgendwelche ausgedachten Imitationen, wie zum Beispiel die Samurai Edge in Resident Evil. Ob die Entwickler hier wirklich Werbung für Waffenhersteller machten oder die Marken explizit nennen mussten, ist mir, um ehrlich zu sein, ein Rätsel. Falls ihr mehr dazu wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Nachdem Regina hier noch ein paar Kisten verschieben musste, erreicht sie den Helipad. You okay, Regina? Where's Gail? I don't know. Haven't heard a word from him. What's he doing? Finally! You know, I had a really bad feeling about this mission. All things considered, it could have been a lot worse. Okay, ich muss hier mal eben etwas Postskriptum einwerfen. Das ganze Video über erwähne ich, dass im Spiel selbst weder das Land von Reginas Team noch von dem Labor genannt wird. Prinzipiell stimmt das auch, es gibt aber ein Easter Egg, das bestätigt, dass die Agenten von der USA entsandt wurden. Ich weiß, in späteren Dino Crisis Teilen wird das auch generell aufgedeckt, dass es sich hierbei um die USA handelt. Aber nach meinem Wissen ist diese Helikopterbeschriftung der einzige Hinweis im originalen Dino Crisis, dass das Team aus der USA stammt. So, das Detail wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Jetzt kann es weiter mit dem regulären Video gehen. That's odd. Something must have those animals spooked. Jetzt mal ehrlich, hat dieser T-Rex hier eigentlich noch alle? Was ist denn sein Problem? Ich habe extra recherchiert. Im Internet steht, dass weder Helikopter noch heiße Redheads auf dem typischen Speiseplan eines Dinos standen.
Wie dem auch sei, der Rexy hier hat es auf uns abgesehen und lässt einfach nicht locker. Die Kampfarena, in der wir hier jetzt mit der zweibeinigen Echse kämpfen, hat aber auch durch das Heliwrack eine unglaublich coole Atmosphäre. Leider ist dies aber wieder kein richtiger Bosskampf. Wir müssen lediglich Zeit schinden, bis Rick kommt und uns befreit. Regina! Over here! We're screwed! The chopper's history! How are we gonna get out of here? Calm down. We'll just have to find another way. Ma, come off it. You're never this positive. Ah! What? What happened? Elevator shot. We'll have to find another way. Um weiterzukommen, müssen Rick und Regina nun durch eine kleine Untergrundpassage. Dort finden sie einen weiteren Aufzug, der leider nicht funktioniert. More repairs. This whole facility is probably held together with tape and glue. I think I can fix this, but it'll take some time. Regina muss jetzt das Gebiet erkunden, bevor die beiden weiter können. Währenddessen greifen einen ständig diese kleinen Dinos an. Ich muss sagen, deren Angriffsmuster sind aber so weird, dass Regina sich des Öfteren, ohne Schaden zu nehmen, durch eine Gruppe von den Kreaturen durchschlängeln kann. In dem einzigen Raum, den Regina hier erkunden kann, findet sie neben einer Leiche die C.O.-Karte und eine Notiz. Hier steht geschrieben, dass der Wissenschaftler in das Stockwerk B3 flüchten wollte, um dort mit Hilfe eines Bootes zu türmen. Offensichtlich war sein Plan nicht so ganz erfolgreich. Jetzt wissen wir aber, wie das Team potenziell flüchten könnte. Sobald wir nun zu Rick zurückkehren, geht es weiter. Of course. Let's get moving. So, I think I found a way out of here. Right on, girl. Let's hear it. Rick so, ach ja genau, ich muss auf den Pfeil nach oben drücken. Okay, we're here again. Now what? We should be able to get to the underground port from here. Yeah, then let's do it. Hurry, I'm worried about Gale. Our fearless leader? Fine, let's move out. Eigentlich sollte ja Rick der Empathische sein, aber seinem Chef gegenüber hat Rick einfach null Sympathie übrig. Auf dem Weg nach unten lässt Gale doch nochmal von sich hören. What happened? Ah, this piece of junk must have blown a fuse. What's going on? The power went out. Gale? Are you on floor B3? Yeah, get the power online now. Gale, it looks like there's a port nearby. There's gotta be a ship we can use. Copy. Leave Kirk to me. You two get the power back online and secure our escape route. Roger. Im Stockwerk B3 angekommen, fängt nun ein neuer Abschnitt in Dino Crisis an. Wisst ihr Leute, manchmal ist es gar nicht schlimm, auch im eigenen Leben ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich kann euch sogar dabei helfen. Für den wirklich kleinen, mickrigen Preis von 0 Euro könnt ihr ein Abonnent werden. Das steigert nicht nur eure Lebensqualität, sondern ihr supportet dabei einen kleinen YouTuber und seinen Traum. Also traut euch, kommt zu mir, schließt euch mir an und werdet ein Abonnent. Kommen wir mal wieder zurück zu Dino Crisis. What the? This battery's completely dead. Regina muss Rick jetzt erstmal eine Batterie bringen. Rick stellt damit den Strom wieder her. I'll work on the security system. You handle our escape route. Jetzt hat Regina die Aufgabe, einen Fluchtweg zu finden. Nichts leichter als das, würde ich sagen, wenn ich nicht wüsste, was noch auf uns zukommt. Um weiterzukommen, muss Regina hier jetzt erstmal den C.O.-Area-Schlüssel finden. Den Weg zum Schlüssel findet Regina auch relativ schnell, aber Gott hatte andere Pläne mit ihr.
Ja, was fällt mir auch ein, während einer Cutscene mein Getränk zu schlürfen, anstatt meinen Controller zu zerstören. Beim zweiten Mal hat es Regina allerdings geschafft und sie kann sich der neuen Dino-Art stellen. Der Dino ist größer und gemeiner als die Raptoren, aber nicht so flink und schnell. Wenn sie einen aber mal erwischen, zwiebelt das richtig. Später kommen ganze zwei von denen hier rein. Um auf Nummer sicher zu gehen, erledigte ich beide Dinos. Aus Notwehr, versteht sich. Öffnet Regina dieses große Rolltor, wird sie von einem weiteren, größeren Dino attackiert. Hinter diesem Dino liegt eine Krankarte und der Schlüssel für die C.O.-Area. Regina braucht drei Karten, um den Kran im vorherigen Raum zu bedienen. Die anderen beiden Karten haben wir bereits in vorherigen Bereichen irgendwo aufgesammelt. Mit Hilfe der Krankarten können wir nun diese Generatoren in diesem Raum verschieben, sodass wir an die DDK-Disks des verstorbenen Wissenschaftlers kommen. Mit Hilfe des C.O.-Area-Schlüssels kommen wir in die... Na, willst du raten? Genau, in die C.O.-Area. Hier finden wir eine Karte der Insel und des B3-Stockwerkes. Regina muss sich hier durch mehrere dino-verseuchte Tunnel und Flure kämpfen, um beim nächsten Safe Room anzukommen. In diesem Safe Room wird unglaublich gut mit der Perspektive gespielt. Schaut euch das mal an. Das ist richtig gut gemacht und gefällt mir. Ich muss sagen, was die Kameraführung angeht, ist Dino Crisis meiner Meinung nach weitaus besser als Resident Evil und Silent Hill. Die Charaktere, vor allem Regina, sind durchgehend gut in Szene gesetzt und die Kameraposition und Bewegung zeigt, wie kreativ und versiert die Entwickler waren. In dem Sicherheitsraum hier findet Regina ein weiteres Dokument der Sicherheitskräfte. Die Sicherheitskräfte wurden einfach nochmal darauf hingewiesen, dass der ganze Bereich evaporiert wird, falls das Experiment fehlschlägt. Höchste Vorsicht ist also geboten. Außerdem ist dieser Computer hier anscheinend auch wieder dazu in der Lage, Reginas ID-Karte zu überschreiben. Neben dem Computer findet Regina auch eine Chipkarte. Die wird später noch nützlich werden. Mit Hilfe eines Lüftungsschachts vor dem Safe Room kann Regina das Stockwerk weiter erkunden. Auf der anderen Seite macht sie aber erstmal Bekanntschaft mit einer neuen Dino-Art. Diese blauen Raptoren sind wie die normalen Raptoren, nur auf Steroide. Die haben wohl zu viel von den Chemikalien hier unten genascht. Im sogenannten Stabilisatorraum findet Regina eine weitere DDK-Disk und eine Notiz. In dieser Notiz wird für Neuankömmlinge beschrieben, wie der Third Energy Generator funktioniert. Um den Generator zu initialisieren, bedarf es einem Initiator, den Initializer. Damit das Ganze stabil bleibt, bedarf es dem Stabilisator, also dem Stabilizer. Die Third Energy generiert Energie durch die Luft. Dabei kommt es zu einer Kettenreaktion, die einfach durch den Stabilisator unter Kontrolle bleiben soll. Laut der Notiz sind in diesem Raum Forschermodelle vom Initiator und vom Stabilisator. Der letzte Teil der Notiz ergibt noch nicht viel Sinn, wird aber für ein späteres Rätsel wichtig. Die Nummer, die wir bei Erhalt der ersten Teile nutzen, muss in zwei Teile geteilt werden. Danach hänge eine 0 an. Behaltet euch das im Kopf. Wie ich bereits gesagt habe, nirgendwo werden diese Notizen gespeichert. Im Schlafsaal des Labors trifft Regina dann auf Gale. Gale! Yeah, well at least Kirk's running out of places to hide. Danke für das Gespräch, Gale. In dem Raum hier finden wir eine weitere Gesprächsnotiz der Wissenschaftler, die sich gegen Kirk verbündet haben. Im ersten Part der Nachricht beschwert sich ein M, wahrscheinlich Mike, über das Verhalten von Kirk. Das Kind, also Kirk, macht ihn wegen einer vermasselten Kalkulation fertig. Dass die Wissenschaftler Kirk als Kind bezeichnen, ist für mich ein Zeichen dafür, dass Kirk deutlich jünger als die anderen Wissenschaftler ist. Eine Person mit dem Kürzel K schlug daraufhin vor, Dr. Kirk zu vergiften. Bisschen drastisch, wenn ihr mich fragt. Daraufhin antwortete eine unbekannte Person, wahrscheinlich Kirk selbst, und machte beide Wissenschaftler zur Sau. Sie seien Verräter und Feiglinge. Außerdem machte er ihnen ziemlich deutlich klar, dass eher sie sich vor einer Vergiftung in Acht nehmen sollten. Ich finde diese kleine Wissenschaftler-Substory, die wir über die Notizen aufdecken, echt spitze. Man kann richtig nachverfolgen, wie die Wissenschaftler sich gegen Kirk und das Militär auflehnten. Das unterscheidet übrigens diese Wissenschaftler auch von den Umbrella-Leuten. Die meisten Resident Evil-Notizen von Wissenschaftlern zeigen eigentlich immer, was für psychopathische Sadisten an den Viren geforscht haben. Luis,
Dich lasse ich einfach mal außen vor. Die Wissenschaftler in Dino Crisis haben ganz klar an der Third Energy gearbeitet, um die Welt zu verbessern. Sobald sie herausgefunden haben, dass ihre Forschung für etwas Schlimmes genutzt werden könnte, lehnten sie sich auf und versuchten, das Ganze aufzudecken. Eine ziemlich frische Perspektive von Dino Crisis, die ich wertschätze. Ansonsten gibt es hier nichts weiter zu entdecken. An dieser Stelle war ich mir erstmal lange unsicher, was ich überhaupt machen muss. Genau hier kommt eine Sache zu tragen, die ich auch schon vorhin kritisiert habe. Das Game möchte jetzt, dass ich zu dem Treppenhaus zurückkehre. Dann deaktiviert Rick die Laserstrahlen. Ist halt nervig, wenn man das nicht weiß und random rumlaufen muss, bis man dann zufällig darauf stößt. Mit Hilfe der nun deaktivierten Laserstrahlen kann Regina zu dem Flur von eben zurückkehren und in den Experimentierraum des Stabilisators gehen. Hier finden wir eine weitere DDK und ein Shotgun-Upgrade. Die bisher eingesammelte DDKs können wir nutzen, um das DDK-Schloss mit dem Namen W zu öffnen. An dieser Stelle wird Dino Crisis richtig gemein. Wie ihr hier sehen könnt, werden wieder mal Zahlen im Key benutzt. Ich dachte erstmal, ich müsste einfach die Spalten, unter denen die Zahlen stehen, eliminieren. Das war aber leider nicht die Lösung. Bei diesem DDK müssen die Zahlen wieder in Buchstaben umgewandelt werden. Machen wir dies und eliminieren die Buchstaben aus dem Code, kommen wir auf das Ergebnis: Waterway. In dem Raum hinter dem Schloss treffen wir auch wieder auf Rick. Er sagt uns, dass die Tür dort zum Port der Anlage führt. Dann klingelt das Telefon des verstorbenen Wissenschaftlers. It'll take a while before I can pop this open. You copy, Mike? I found the key to the port, but I got a lizard riding on my tail. I'm heading to the main elevator right now. I'll meet it at the ground level. Hurry! Huh. Sounds like we're not the only ones having problems. I'm glad you're amused. But if that guy gets eaten, we're going to have to retrieve the key from that dinosaur's stomach. You've got to save him. Regina, sassy selbst in Anbetracht von Mord und Totschlag. Cooles Detail für uns, die bisher alle Notizen brav gelesen haben. Der Wissenschaftler am anderen Ende der Leitung ruft nach Mike. Ich vermute deswegen, dass dieser tote Wissenschaftler auch der Mike ist, von dem wir bereits gelesen haben. Bevor wir den Wissenschaftler aufsuchen, nehmen wir hier den B2-Keychip noch mit. Im großen Frachtraum greift uns dann wieder unsere persönliche Dino-Nemesis an und knockt sich selber aus. Manche Probleme lösen sich eben wirklich von alleine. Betreten wir nun den Frachtaufzug, sehen wir, was der T-Rex mit den Wissenschaftlern angerichtet hat. Niemand hat verdient, so zerrissen zu werden. Aber ein bisschen selbstschuld sind die Kollegen schon. Wie unglaublich krass muss man denn bitte choken, um mit dem T-Rex im Aufzug zu landen? Dem Wissenschaftler können wir eine weitere DDK-Disk und die ID-Karte für den Port abnehmen. Ja, ich weiß, es ist unglaublich verwirrend, was für DDKs, ID-Karten, Chipkarten und sonst noch was wir alles aufnehmen. Leute, genauso fühlt man sich aber auch, wenn man Dino Crisis spielt. Denkt ihr, ich wusste, wofür ich die Chips zum Beispiel brauche? Nee, keine Ahnung. Das Spiel betreibt auch nur einen mittelmäßigen Job dabei, dem Spieler das zu verdeutlichen. Diese Kritik kommt auch nicht von jemandem, der das mit modernen Spielen vergleicht. Ich brauche nicht jedes wichtige Wort grün markiert, damit ich verstehe, was das Spiel von mir will. Aber selbst im Vergleich zu den Spielen Resident Evil 3 oder Silent Hill 1, die im gleichen Jahr erschienen sind, ist Dino Crisis, was die Progression angeht, undurchsichtiger und schwieriger. Versteht mich nicht falsch. Ich mag Herausforderungen, aber ich hasse es, wenn ein Spiel meine Zeit unnötig verschwendet. Allein ein Dokumentenreiter im Menü hätte mir Stunden erspart. Ihr merkt, glaube ich, wie sehr mich das mit den Dokumenten aufregt, oder? Genug jetzt davon. Kehren wir mit der Portkarte zu Rick zurück. Yes! What is that? I saw something like this in Kirk's personal lab. This could be a problem. This vortex must be the side effect of the third energy experiment.
So how are we supposed to get around this thing? Either we find a way or we both end up as dino droppings. Not funny. Okay, I'll pull up any relevant data on the computer. Regina, you search around for any possible clues or leads. Okay, was? Jetzt versperrt uns dieser Vortex den Weg? Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Durch der Third Energy wurde genau dieser random Vortex, was auch immer ein Vortex ist, erzeugt und deswegen kommen wir nicht weiter. Ist okay, wenigstens keine weitere Tür mit Keykarte. Ich weiß, es geht hier um all die Sachen, die Dino Crisis so besonders machen. Besonders beschissene Sachen darf ich aber dann wohl auch erwähnen. Was ich aber noch nicht explizit erwähnte, obwohl es besonders gut ist und zum Szenario passt, ist die Ingame-Musik. Ich erwähnte beim ersten Safe Room, dass es keine spezifische Safe Room-Musik gibt. Das ist nicht ganz richtig. Dino Crisis hat eigentlich einen ziemlich passenden Safe Room-Sound. Ist auch ein schöner Touch, dass man Ricks Tastenklimpern im Hintergrund hört. Beim allerersten Mal im allerersten Safe Room ertönt diese schöne Hintergrundmusik nur leider nicht. Der Soundeinsatz, wenn es um die Dinos geht, ist auch sehr gut gewählt. Wenn die Dinos Regina überraschen, hilft die Musik immer dabei, den Überraschungsmoment noch effektiver zu machen. Von der epischen Musik und Soundkulisse des T-Rex mal ganz zu schweigen. Mit dem Soundtrack bin ich sehr zufrieden. Finde auch klasse, dass das Spiel sich traut, manchmal gar keine Hintergrundmusik laufen zu lassen. Das gibt mir ein Isolationsfeeling, das mir eigentlich eher in Dino Crisis fehlt. Wenn wir uns jetzt wieder unserem Durchlauf widmen, kann Regina das DDK-Schloss im X-Ray Safe Room öffnen. Hier wird übrigens wieder verlangt, dass die Spalten entfernt werden. Das Passwort ist Stabilizer. Was nun folgt, ist ein weiterer Flur und ein weiteres DDK-Schloss. Jetzt stellt das Spiel aber alles auf den Kopf. Nun müssen wir nicht mehr lediglich den kurzen Key unten im Buchstaben umwandeln, sondern den großen Code oben. Außerdem müssen wir mal wieder die Buchstaben aus dem Key subtrahieren. Machen wir dies, kommen wir auf das unfassbar sichere Passwort Dr. Kirk. Hinter der verschlossenen Tür erwartet uns ein zweifach verschlossener Durchweg, der durch die bereits eingesammelten Keychips geöffnet werden kann. Was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich gar nicht so schwer. Im X-Ray Safe Room gibt es einen Computer, an dem wir die Chips umprogrammieren können. Allerdings kam zu der Zeit, in der ich Dino Crisis spielte, das Resident Evil 4 Remake heraus. Ich hörte also an dieser Stelle auf, Dino Crisis zu spielen und kehrte erst wieder Wochen später zurück. Dies war ein riesengroßer Fehler. Denn Leute, glaubt es mir, all die Progression, die ich euch sagte, ist nirgends in dem Spiel dokumentiert. Es gibt keine gute Möglichkeit nachzuvollziehen, wo man jetzt genau im Spiel war. Mal ganz abgesehen davon, dass ich natürlich auch die ganzen Dokumente wiederfinden und lesen musste. Gut, was hieß das wieder konkret für mich? Ich bin wieder ellenlang rumgelaufen, bis ich dann auf die Idee kam, die Chips umzuprogrammieren. Das Rätsel hatten wir so ähnlich schon mal, nur diesmal müssen wir zwei Balken nachstellen. Nachdem ich das erledigte, folgte wieder eine lange Zeit des Rumeierns. Ich habe diesen Gang, in dem ich die Chips einsetzen musste, einfach von meiner mentalen Festplatte gelöscht. Wieder bin ich jeden Weg lang gegangen, bis ich irgendwann den Weg gefunden habe. Nun kann Regina endlich den Third Energy Reaktorraum betreten. Rick, I've located the main generator of the third energy. Great. See if you can activate it. Außer die Brücke herauszufahren, kann Regina in diesem imposanten Raum nichts erledigen. Im darauffolgenden Control Room allerdings schon. Von diesem Kontrollraum aus wird der Third Energy Reaktor oder Generator, wie auch immer man den nennen will, gesteuert. Wie das geschieht, ist zum Glück in einer kurzen Anleitung niedergeschrieben. Um den Reaktor zu starten, muss Regina erst das Panel hier bedienen, dann den Initiator und Stabilisator einsetzen, um dann den Generator hochzufahren. In der Anleitung wird darauf hingewiesen, dass Dr. Kirk definitiv
definitiv dabei anwesend sein sollte. Ich weiß, dieser Vortex versperrt dem Team den Weg. Trotzdem gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keinen Grund, wieso Regina jetzt diesen hochkomplizierten und experimentellen Reaktor starten sollte. Schließlich wurde in fast jeder Notiz bisher darauf hingewiesen, dass diese Third Energy Experimente ständig schief gingen und Unfälle schwerwiegende Folgen für Anwesende haben können. Trotz dessen müssen wir, um weiterzukommen, versuchen, den Third Energy Reaktor zu starten. Dafür muss Regina erstmal ein Zimmer weiter in den Energy Frequency Room. Hier findet sie eine ohnmächtige Wissenschaftlerin und eine weitere Notiz der rebellierenden Forscher. Die Wissenschaftler haben sich zusammengerafft und angefangen, Dr. Kirk und das Militärpersonal auszuspionieren. Eine spezifische Spionageaktion wird in diesem Dokument auch beschrieben. Im Teilelager wurde eine Wanze angebracht, um Dr. Kirk abzuhören. Dieser Teil der Notiz ist unglaublich wichtig für eines der Wege, die Regina später einschlagen kann. Der nächste Teil ebenfalls. Um den Generator zu bedienen, brauchten die Wissenschaftler Kirks ID-Karte. Die Registriernummer zum Umprogrammieren wussten die Wissenschaftler bereits, nur die Fingerabdrücke fehlten. Auch wenn diese Hinweise sehr hilfreich werden, bringen sie Regina momentan noch nichts. Erstmal muss sie nämlich den Strom für den Reaktor wiederherstellen. Dafür muss sie wieder so ein Mosaik-Quadrat Puzzle an dem Panel hier lösen. Wir könnten den Reaktor jetzt nochmal bedienen, vorher lohnt es sich allerdings noch den unteren Bereich des Kontrollraums zu erkunden. Hier findet Regina eine weitere Notiz der rebellierenden Forscher. Diesmal unterhalten sich Forscherinnen darüber, was für sinnlose Aufgaben sie erledigen müssen. Anscheinend übernimmt Kirk die wichtigen Themen. In dieser Notiz wird auch festgestellt, dass der Reaktor ohne Kirks ID-Karte nicht mehr funktioniert. Tom schaffte es wohl, sich wohl auch bei diesen Wissenschaftlerinnen einzuschleimen. Die Damen haben sogar in Betracht gezogen, ihn für ihren Komplott gegen Kirk zu rekrutieren. Ob die Forscherinnen Tom wirklich für sich gewinnen konnten, wird abschließend offen gelassen. Was aber noch aus dem Dokument hervorgeht, ist, dass die männlichen Forscher wohl dieselbe Hygiene hatten wie Anime-Messenteilnehmer, nämlich gar keine. Kein Hate an Anime-Liebhaber, ich gehöre auch dazu. In diesem Bereich kann Regina eine weitere ID-Karte mit dem Buchstaben B aufnehmen. Jetzt wird es aber Zeit, den Reaktor nochmal zu bedienen. Generator test complete. Remember, a special key card is required to operate the generator. Regina wird enttäuscht, aber hört nach dem Aktivieren etwas aus dem Nebenraum. Untersucht Regina das Geräusch, werden wir Zeuge einer schrecklichen Szenerie. Die vorher noch bewusstlose Frau wurde kaltblütig ermordet und dadurch komplett eingestuhlt. Jetzt mal ehrlich, das Blut hier an ihrem Kittel ist blutrot und der Rest braun. Das kranke Arschloch muss die Frau also noch vor dem Mord vollgestuhlt haben, denn Regina ist hier direkt nachdem sie einen Schuss gehört hat hereingekommen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, da wäre ich lieber von einem Dino gefressen worden. Laufen wir dem Täter hinterher, finden wir auch heraus, wer dieser Frau das angetan hat. Don't move. And what do you think you're doing? Carving a name for myself in history with the ultimate energy source. Open your eyes, you freak. Your precious creation is nothing more than another weapon to be misused. You seem to have a small degree of superficial intelligence. It's too bad that it is wasted on one who is about to die. Rick, our target has been secured. Report here immediately. Sorry to interrupt your lecture, Doc. You were saying? Yes, I was saying. I discovered how the third energy could affect space if it ran unchecked 3 years ago. I thought that the energy had the ability to transfer selective space to an alternate time-space continuum. But I was incorrect. The space was not transferred, it was exchanged. To put it in terms that even you can understand, third energy has the ability to replace a pocket in space with one from a different time. What? Yes. I came to these conclusions following this evening's final experiment. You've seen the effects yourself.
Those beasts were occupying the space this facility is located on almost 65 million years ago. Right. So that's how those dinosaurs appeared in our time. Precisely. And that is what I have done. Uh-huh. And how many people were sacrificed before you made this discovery? Who cares? The numbers are quite irrelevant. Let's just say that there were many. Extraordinary deaths for ordinary men, don't you think? Spoken like a true devil. A god or a devil? I don't care about that. Only my experiment. Enough. Only one thing matters at this point. Your grand invention is blocking our escape. You need to destroy the vortex. The only way to do that is to allow the generator's third energy levels to overload. Theoretically speaking, the third energy and the vortex will cancel each other out if they come in contact with one another. But there is one small catch. If you cannot stop the generator's third energy overload, this entire region may be shifted to another point in the space-time continuum. Then we'll just make sure to be somewhere else when the shift happens. No problem. But we couldn't even activate the device. You're missing the initializer and stabilizer, right? Where are they? Calm down. They should be stored in one of the security level A rooms on floor B3. Very good, Doc. Now you understand our situation. We live, you live. Bevor ich darüber spreche, was gerade alles einfach enthüllt oder bestätigt wurde, muss ich hier nochmal auf Dr. Kirks Voice Actor eingehen. Ich musste während dieser Cutscene mehrmals laut lachen. Die Aussprache von dem Typen ist einfach nur zum Schießen. Am Anfang hat es mich erst genervt. But I was incorrect. Wenn man sich nämlich darauf einlässt, kann man das einfach nur feiern. Kirk lieferte in der Szene eben eigentlich alle Antworten, die wir brauchen. Third Energy funktioniert so, dass durch einen Zeittransfer der Umgebung Energie gewonnen wird. Wie das genau klappen soll, erklärt seine pseudowissenschaftliche Erklärung auch nicht ganz, aber ist ja auch egal. Anstatt dass nur Energie erzeugt wurde, kamen auch die Dinosaurier mit. Die Dinos sind also nicht wie in Jurassic Park gezüchtet worden oder durch irgendwelche genetische Experimente entstanden. Nein, hierbei handelt es sich um zeitreisende Dinos. Ein unglaublich kreativer Ansatz. Die Geschichte ist generell bis hierhin sehr innovativ und stimmig. Dino Crisis hätte auch ganz einfach die Resident Evil Route mit einem Untergrund-Genlabor einschlagen können, aber das haben sie nicht. Jetzt beratet sich das Team nochmal über das weitere Vorgehen. Okay, I'm all set to whip up a program that will send a stream of third energy into the vortex. I'll keep an eye on the doctor. Regina, you go find those devices and overload the third energy. Remember, they're in a security level A room on floor B3. Hold up. That whole floor is crawling with dinosaurs, including that T-Rex. Let's get this situation under control before charging off. Here, take this. The disc contains the draft plans for the initializer and stabilizer. I stumbled over them while searching through the database. Fortunately, the room where the parts are stored is not far from here. We should gather up the parts and assemble the devices. Don't be ridiculous. Regina doesn't have the technical knowledge for that. We don't even know if all the right parts are there. We'd be better off simply trying to hunt down the completed devices. It's too dangerous down there. She won't make it! It's your call then, Regina. You're the one who has to do this. So what's your choice? So, bevor Regina sich entscheidet, möchte ich nochmal auf die Strategien an sich eingehen. Zuvor hatte ich eigentlich immer eher Sympathie mit Rick, weswegen ich im ersten Durchlauf auch immer seine Methode wählte. Jetzt ist Ricks Methode sowohl storymäßig als auch gameplay-technisch absoluter Müll. Seinen Vorschlag an sich finde ich erstmal wirklich schlecht und Gale hat absolut recht. Diese experimentellen Energiereaktorteile selbst zu bauen, ist eine sehr schlechte Idee. Außerdem ist Regina doch eine ausgebildete Elite-Kämpferin. Es ist doch viel wahrscheinlicher, dass sie es schafft, die bereits gebauten Teile zu holen und sich zu erkämpfen. Gut, wir entscheiden uns jetzt mit Agenten Regina trotzdem für Rick und folgen seinen Anweisungen. It's your show, girl. I just hope you know what you're doing. Do whatever you want. Just don't fail.
Das ist der mit Abstand schwerste Rätselabschnitt in diesem Spiel. Nein, ich korrigiere mich. Das ist einer der schwersten Rätselabschnitte in allen Spielen. Lasst mich euch erzählen, was Regina jetzt machen muss. Als erstes muss sie das Dokument auf dem Schreibtisch vor ihr lesen. Hier wird beschrieben, dass man sowohl für den Initiator als auch für den Stabilisator drei Teile braucht. Diese sind im Experimentenraum, im Designzimmer und im Teilelager zu finden. Soweit, so gut. Bevor wir aufbrechen, nehmen wir allerdings nochmal die Fingerabdrücke von Dr. Kirk. Um den Generator zu starten, braucht Regina schließlich seine ID-Karte. Während wir hier sind, können wir auch gleich Dr. Kirks Dokumente durchforschen. Hier steht geschrieben, dass es durch eine Überladung der Third Energy zu einer Explosion kommen kann. Kirks Ziel wurde es, diese Explosion zu kontrollieren. Die Third Energy wurde generell nur erforscht, um eine Stromquelle für eine permanente stationierte Waffe zu sein. Durch den Unfall vor 3 Jahren änderte sich aber der Fokus von Kirk und die Third Energy selbst kommt in Betracht, die ultimative Waffe zu werden. Meines Erachtens kann man dank dieser Information nun davon ausgehen, dass der Unfall von vor 3 Jahren zu einer Explosion führte, die 150 Personen tötete. Es gibt aber später trotzdem nochmal einen Hinweis darauf, dass bei dieser Explosion vor 3 Jahren trotzdem Dinos in die Neuzeit transportiert wurden. Mehr dazu in Oga Boga Reginas Durchlauf. So, erstes Ziel der Agenten Regina ist nun das Teilelager. Wenn ich euch jetzt erkläre, wie das Rätsel zu lösen ist, werdet ihr euch denken, dass das Rätsel doch voll easy war. Glaubt mir bitte einfach, dass es sehr schwierig war, darauf zu kommen. Und ja, ich musste einige Stellen bei dieser Passage nachgoogeln. Das mache ich nicht gerne, aber irgendwann ist auch gut. Ich habe schließlich eine Familie zu ernähren. Shoutout an jeden, der zu PS1 Zeiten selbst darauf gekommen ist. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr dazugehört. Also, das Spiel möchte nun, dass wir uns an die Notiz in dem Raum mit der ohnmächtigen Forscherin erinnern. Dort stand geschrieben, dass dieser Raum hier verwanzt wurde. Verschiebt Regina den Schrank, findet sie diese Wanze. Hören wir uns mal an, was aufgezeichnet wurde. My only concern regarding the new generator is the stabilizer. It functions perfectly under nominal conditions, but it's still a problem under certain conditions. Look, with the generous budget, personnel, and facilities at your disposal, shouldn't you be able to solve that problem? Once complete control can be established, we will literally have the power of a god at our disposal. And it will all be attainable if you cooperate with me. The power of a god. How could I refuse? So, da habt ihr es gehört. Da haben sich wohl 2 überhebliche Wahnsinnige gesucht und gefunden. Wie auch Regina anmerkt, ist das Piepen am Ende wichtig. Das Terminal mitten im Raum kann nun durch Ricks Plan-Disc aktiviert werden. Man muss, ungelogen, den Sound von eben mit Hilfe dieses Codepads nachstellen. Dabei müssen wir auch noch darauf achten, in welcher Reihenfolge wir die Zahlen eingeben. Versetzt euch doch einfach mal in das Jahr 1999 zurück. Da konnte man nicht mal eben so den Ton aufnehmen, geschweige denn googeln, wie die Lösung ist. Der richtige Code hier ist 367204, aber wenn sich irgendwer von euch das Tonerraten antun will, gerne. Dadurch erhält Regina die ersten beiden Teile, die sie für den Bau des Initiators und Stabilisators braucht. Weiter geht's zum Experimentenraum. Erinnert ihr euch noch an die Nachricht, bei der gesagt wurde, dass man einen Code halbieren und dann jeweils eine 0 anhängen soll? Genau das müssen wir hier jetzt machen. Ach, du hast dir etwa nicht den eben eingegebenen tonbasierten Code gemerkt. Ja, den braucht man jetzt aber. An dieser Stelle ist das Problem auch wieder, dass man als Spieler so mit Codes zugeschüttet wird, dass man nicht genau weiß, welcher Code hierbei überhaupt gemeint ist. Klar, es wird gesagt, dass man einen Code braucht, mit dem die anderen Teile zuvor geholt werden können. Aber was damit genau gemeint ist, muss man auch erstmal auf dem Schirm haben. Vor allem, weil man die Räume nicht zwangsläufig in der von mir beschriebenen Reihenfolge betreten muss. Ich habe mir hierbei die Kraft von allen Klugscheißern in meinen Kommentaren gebündelt, um auf die Lösungscodes zu kommen. 0367 und 0204. Somit haben wir nun 5 von 6 Teilen. Das letzte Teil finden wir in dem Raum, in dem wir die Teile auch
auch zusammensetzen müssen. Das Zusammenbauen der Teile an sich ist ein nettes Minispiel, bei dem man die heranfliegenden Teile zusammenstecken muss. Somit hat Regina nun den Initiator und den Stabilisator hergestellt. Im Gegensatz dazu ist die Art und Weise, wie Ugga-Bugga Regina an die beiden Gerätschaften kommt, lächerlich einfach. Man hätte ja vermuten können, dass sie im Gegenzug einen Miniboss oder ähnliches bekämpfen muss. Nichts dergleichen erwartet aber Ugga-Bugga Regina. Bevor ich euch aber den Weg zeige, muss ich euch einfach die Kirk-Cutscene mit Ugga-Bugga zeigen. Don't move. And what do you think you're doing? Er bedroht sie einfach straight up mit einem Knochen. Genial. Danach müssen wir mit Ugga-Bugga Regina ebenfalls die Fingerabdrücke von Kirk nehmen, bevor wir einmal quer durch die unterirdische Anlage laufen. Bei dem großen Lager befinden sich die Teile und dort müssen wir hin. Hinter der mit Level A verschlossenen Tür findet Regina das Lager für Spezialwaffen. Dort findet sie ein Dokument, das das Grundkonzept von Third Energy erklärt. Das ist hauptsächlich pseudowissenschaftlicher Mumbo-Jumbo, wobei ein Aspekt interessant ist. Third Energy wurde eigentlich als saubere Energie angepriesen. Hier steht aber geschrieben, dass bei der Energieerzeugung ein relativ schädliches Gas freigesetzt wird. Jetzt kommen wir aber endlich zu dem Teil des Lagers, der meiner Meinung nach suggestiert, dass bei dem Experiment vor 3 Jahren ebenfalls Dinosaurier freigesetzt wurden. In diesen Lagergeräten sind experimentelle bioorganische Waffen drin. Wenn Regina damit interagiert, steht dort, dass kleine Kreaturen als Waffen gelagert wurden. Dieses ganze Lagerungssystem wurde bestimmt nicht erst vor kurzem aufgebaut. Heißt also, wenn meine Theorie stimmt, wollte das Militär sowohl Third Energy als auch die Dinosaurier selbst als Waffen benutzen. Das mit der explosiven Third Energy finde ich ja noch logisch. Das mit den Dinos ist absolut unsinnig. Ich meine, denkt mal scharf drüber nach. In Jurassic Park oder auch hier in Dino Crisis sind die Dinos nur eine Gefahr, weil die Protagonisten nicht adäquat ausgestattet sind und überrascht werden. Bei echten Kampfsituationen wären Dinos absolut aufgeschmissen. Also ein Heimdi-Kampfhubschrauber könnte wahrscheinlich ohne Probleme das zweite jüngste Gericht für die Reptilien darstellen. Zombies ergeben als bioorganische Waffe viel mehr Sinn. Der Virus an sich ist schließlich das Gefährliche. Aber gut, genug davon. Im oberen Teil dieses Lagers findet Ugga-Bugga Regina auch schon die beiden Teile und that's it. Ja, das war's. Mehr muss man mit Gates Strategie nicht machen. Im X-Ray Safe Room fusionieren wir die beiden wieder, denn nun müssen wir noch die ID-Karte von Dr. Kirk drucken. Mit dieser Karte können wir nun die gesamte Anlage öffnen. Großes Verlangen, dies zu tun, haben wir aber nicht. Hier laufen schließlich immer noch tollwütige Dinos rum. Sobald wir zum Third Energy Reaktor zurückkehren, muss Regina den Stabilisator und den Initiator einsetzen. Dann muss sie den Reaktor mit der ID-Karte von Kirk starten. There's no turning back once it overloads. Then we won't look back. Crank that sucker and let's go out with a boom. Danger. Generator has surpassed safety parameters. Third energy overload in progress. All personnel evacuated immediately. Repeat. All personnel evacuated immediately. The ceiling! Move it! You fool!
point in saving me? How pathetic. Ugh. Was? Das mit dem Third Energy Reaktor ging wieder schief? Was? Dr. Kirk ist ein Arschloch, was Gale einfach liegen lässt? Wer hätte das gedacht? Gale hat aber Glück, dass er seinen Kameraden nicht so egal ist, wie ihm seine Kameraden egal sind, und Regina kommt ihm zur Hilfe. Oh, take this. Tag them with transmitter. Gale! Gale! All right, the overload levels are increasing. Just a little more. Looking good. Gale, what happened to him? I don't know, but Kirk's gone. I'm gonna kill him! This is it. All that's left is our escape. Let's go. Wait, what about Kirk? What about him? It's a miracle we're still alive at this point. Forget about him. Don't forget the mission. You're not here to babysit. Sorry, but I have a conscience. I'm taking you back now. No, you two get going. I'm going after Kirk. What? You're insane! Don't you remember our situation? The third energy can't be controlled anymore. Staying here any longer is suicide! I know. If I'm not back in 30 minutes, you two make your escape without me. Hey! Do something! Selbst bis zuletzt bleibt Gale seiner Mission treu. Das muss man dem Mann lassen. Da Agenten-Regina ebenfalls ein Gewissen hat, genauso wie Rick, entscheidet sie sich dafür, Gale zu retten. Thanks. That GI joke deserved it. Come on. Regina muss nun Rick noch zu den Hovercroft folgen, während Gale niedergeschlagen nichts mehr zu melden hat. Regina erklärt sich dazu bereit, Treibstoff zu holen, und was dann folgt, ist irgendwie weird. Wir gehen mit Regina den Treibstoff holen und nichts, gar nichts passiert. Als Regina da den Treibstoff abgibt, macht der T-Rex Lärm, und dann müssen wir uns für den letzten Kampf gegen ihn bereit machen. Leave him to me. You just work on getting that thing fixed. Right. Hold up, Regina. Take this. Irgendwie war dieses Treibstoffholen absolut sinnlos. Ich dachte halt, der T-Rex wird beim Suchen ankommen, aber das war nicht der Fall. Zu guter Letzt muss sich Regina der tyrannischen Echse noch einmal stellen. Intruder detected at port. Lockdown in progress. Der letzte Kampf gegen den Rex gleicht eher einem Katz-und-Maus-Spiel. Regina muss vor dem Dino fliehen und immer kurz bevor er zuschnappt, schießen. Das gleicht den bisherigen Bosskämpfen, und mittlerweile habe ich mich auch damit abgefunden, dass es keine traditionellen Bossfights gibt. Die Innovation diesbezüglich kann ich wertschätzen, trotzdem wären unterschiedliche, bombastische Dino-Fights cool gewesen. Bevor der Dino uns zum zweiten Cooper machen kann, kommt dann Rick zur Rettung. Make like a
Da haben wir es. Das erste und wohl schlechteste Ende von Dino Crisis. Das Trio konnte in ihrem Kroko-Hovercraft, das übrigens verdammt cool aussieht, fliehen. Dabei jagte Rick allerdings die ganze Anlage mit seiner Raketenwerferaktion in die Luft. Dies löste nämlich einen Brand beim Reaktor aus, der vermutlich die Third Energy-Explosion auslöste. Mal schauen, was passiert, wenn Regina sich für Gales Methode entscheidet. Kirk must be after the stabilizer. Why did you let him go? I'm finally beginning to understand him. He's a professional, first and foremost. It's the only way he operates. You're right. And it's up to me to do my part as well. I'll make sure everything's ready to go as soon as you get back. Ugga Bugga Regina knockt Gale diesmal nicht aus, sondern folgt ihm. In einem der Laborräume stellen Gale und Regina dann Kirk. You got your man, Gale. You're not one to forget a grudge, are you? Come on, let's go. Regina, take this. A disc? It contains all the information on the third energy. Including the details on how to use it as a weapon. Once we deliver this disc to our government, our real mission will be complete. Ha 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 ha! Just as I suspected! What do you mean, our real mission? Our mission is to take back Dr. Kirk. That was the official lie they fed you. Your boss only wanted the data from the very beginning. What are you talking about? Don't you get it, girl? It's so obvious. The government doesn't want me. They want the third energy. They want this weapon all to themselves. Then this whole mission was a front from the very beginning. Our government knew that Kirk's project had to be some type of weapon. I mean, just think about it. A staged accidental death. Political asylum. A secret non-weapon project at a hidden military base. And you know how this country has always been famous for developing new weapons in secret. Our government knew that there was a new weapon, and they wanted it. Our real mission was to ascertain all information on the weapon so that only our country can exploit it. Dr. Kirk's just a bonus. I can't believe it. Ha! You naively called me a devil before. But if you think about it, you know who the true devil is. I don't understand, Gale. Why didn't you tell us? I can only guess that the two of you were too clean to be trusted by the top brass. And what about you? I didn't want to put either of you in danger. What you didn't know couldn't hurt you. This has all been quite enlightening, but can we go now? You're right. Let's go, Gale. And this is the reward for a lifetime of service to the government. Sad, isn't it? Let's go! Endlich verpasst dem Kirk jemand mal eine. Wurde langsam auch Zeit. Leute, seid ihr auch geschockt von diesem Story-Twist? Ich meine, Regina war schon wirklich schockiert. Es wurde zwar bereits im allerersten Satz des Missionsbriefings erwähnt, dass Tom eigentlich nur hier hingeschickt wurde, um die Anlage bezüglich Waffenprojekte auszuspionieren, aber Gale hat jetzt all unsere Minds geblowt. Und sorry, aber ich akzeptiere Gale auch nicht als eine Art Reverse Wesker. Die Developer haben versucht, das Wesker-Klischees des heimtückischen Anführers auf den Kopf zu stellen. Gale war gar nicht böse, nein, er wollte nur sein Team beschützen und hat deswegen die Drecksarbeit erledigt. Er opferte sich quasi, um sein Team zu beschützen. Bullshit. Gale ging durchgehend sein Team am Hintern vorbei. Er hat beim Landen nicht eine Sekunde länger auf Cooper gewartet als nötig. Toms Notsignal später war ihm auch total egal. Ganz zu schweigen von all den Momenten, bei denen Gale Regina einfach zurückließ. Dass er jetzt einer der Guten sein soll, kaufe ich ihm nicht ab. Sorry. Die Ugga Bugga Regina bringt jetzt den Doktor zu Rick. Auf dem Weg zum Hoverboard finden sie den T-Rex. Der hatte wahrscheinlich auch genug von Gales Bullshit gehört.
Sobald Uga Bugga Regina zum Hovercraft kommt, ist das Ding anscheinend doch vollgetankt und Rick, Regina und Kirk fliehen. He's back! I was beginning to miss our reptilian grouping. Shut up and steer. I'm gonna take care of this once and for all. Here, take this with you and be careful. Der T-Rex? Oder doch ein anderer T-Rex? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, vielleicht waren das immer unterschiedliche Dinos. Um ehrlich zu sein, bin ich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ein psychopathischer T-Rex Regina durch die ganze Anlage jagt. Aber vielleicht war es ja jedes Mal ein anderer. Jedenfalls, einer dieser Echsen schwimmt uns jetzt in der Geschwindigkeit eines Speedboots hinterher. Und, also Dino Crisis. Mann, wie kann ich dem Spiel wegen irgendetwas böse sein, wenn ich diesen Dino hier mit 500 km/h schwimmen sehe. Regina muss wieder den Dino abschießen, bevor er sie schnappen kann, und sie wird auch wieder mal von einer Rakete gerettet. Well, that's that. Game over, folks. After this mission, I don't think I'll ever be able to look at a croc skin bag the same way. Oh! Obwohl Rick gefühlt diesmal eigentlich sogar mehr zerstörte, wurde keine Überladung des Third Energy Reaktors angestoßen. Das ist schon mal ein dickes Plus. Außerdem bringt Regina einen verdammt geilen Spruch am Ende. You're extinct! Dieses Ende ist aber immer noch nicht das bestmöglichste Ende. Wie, Adam? Es gibt doch nur zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Ja, das stimmt. Aber es gibt noch einen dritten, erleuchteten Weg. Not giving a fuck. Um das letzte Ende zu illustrieren, habe ich die wunderschöne Kampf-Regina mitgebracht. Diese Regina hat sich dafür entschieden, Gale auszunocken, aber trotzdem folgt sie Kirk einfach. Und diesmal läuft sie ihm nicht in eines der Labore hinterher, sondern stellt ihn woanders. Erinnert ihr euch an diese Riesentore mit der Sicherheitsstufe A? Nein? Okay, wirklich erwähnt habe ich die auch nicht. Mea culpa. Jedenfalls können diese Tore das ganze Spiel über nicht geöffnet werden, selbst wenn Regina die Level-A-Karte hat. Außer jetzt. Öffnet Regina diese Tore, erhält sie Zugang zu einem anlageninternen Transportsystem. Folgt sie diesen Tunneln bis zum Ende, stellt sie Kirk. Alleine, ohne Gale, in einem Untergrund-Helipad. Fool! Ha! Oh. Regina, what are you doing? Answer me! What have you been doing? The hovercraft has been destroyed by the T-Rex! I caught the doctor, Rick. There's a chopper over here we can use to escape. Oh, great. I'm heading over now. Good. I'll pick you up ASAP. Hurry! Haha, selbst die Gewalt gegen Kirk ist bei diesem Ende besser. Danach muss Regina mit diesem Transportdingens Rick und Gale abholen. Den T-Rex-Endkampf hat sie dann auf dieser Transportplattform. Die Crew flieht dann mit dem Hubschrauber. Just doesn't give up!
Eigentlich gibt es bei jedem Ende immer ein Debriefing. Da das weitestgehend gleich ist, zeige ich es euch jetzt erst. Das Debriefing ändert sich leicht, wenn Gale oder Kirk sterben. Cooper und Tom können wir übrigens nicht retten. Ich muss zugeben, keines dieser Enden ist wirklich gut. So für die Allgemeinheit. Bei den beiden Enden, in denen Kirk gerettet wird, wechselt er anscheinend einfach den Arbeitgeber und arbeitet für Reginas Regierung an experimentellen Waffen. Wird nur Gale und nicht Kirk gerettet, bekommt die Regierung trotzdem alle Infos, die sie brauchen, um Third Energy als Waffe zu nutzen. Egal welches Ende erspielt wird, Regina zieht keine Konsequenzen aus den Handeln ihrer Regierung. Vor allem bei dem Ende, wobei Gale stirbt, bei dem ja so total mindfuck-mäßig enthüllt wird, dass die Regierung in Wirklichkeit böse ist, hätte ich erwartet, dass Regina eben nicht am Ende einfach sagt, dass sie bereit für die nächste Mission wäre. Was meint ihr denn? Seht ihr das genauso? Und generell, findet ihr Dino Crisis ist nur Resident Evil mit Dinosauriern? Ich muss sagen, dass Dino Crisis wirklich so viele Dinge ändert und anders macht, dass ich mit breiter Brust behaupten kann, nein, Dino Crisis ist kein reiner Resident Evil Klon. Natürlich verstehe ich die Vergleiche und ganz kann man die beiden Serien auch nicht voneinander trennen. Zumindest jetzt noch nicht. Das wird bei späteren Iterationen der Serie um einiges einfacher, aber mehr dazu, wenn wir soweit sind. Bei der letzten Abstimmung der Kanalmitglieder kam übrigens heraus, dass Metal Gear Solid 1 mein nächstes Thema für die Was macht Spiel X so besonders Reihe werden wird. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Allerdings habe ich in der Zwischenzeit noch ein geheimes Sondervideo in petto. Ein kleiner Hinweis, das Spiel, was ich behandeln werde, war auch mal als Dino Crisis Spiel angedacht, wurde dann aber zu einem Spiel einer anderen großen Horrorspiele-Serie. Ratet gerne in den Kommentaren. Vielen Dank auch nochmal an die E4Ones Kim, Tanuska und Leron. Vielen, vielen Dank für euren Support. Natürlich möchte ich auch nicht die Livestream-Spender vergessen. Shoutout an Bad Black Kitty Cat und Dark Trinity. Falls ihr noch was Zeit habt, kann ich euch mein Video zu Silent Hill 2 sehr ans Herz legen. Wenn es was Moderneres sein darf, kann ich meine Resident Evil 4 Remake-Analyse empfehlen. Adam O1 verschwindet jetzt nach Bonn. Nee, das Auto ist es auch nicht. Tschüss, meine Lieben. Okay. Die meisten sind jetzt weg. Ich wollte mir aber nicht nehmen lassen, noch ein bisschen unnötiges Dino-Wissen hier zu droppen. Für das Spiel habe ich extra ein wenig recherchiert, aber nirgends wirklich eine gute Stelle gefunden, an denen ich das alles hätte erwähnen können. Aber ist doch auch egal, dann erzähle ich dir das eben exklusiv. Sorry für die beiden Videos, die jetzt die ganze Zeit angezeigt werden, aber dafür habe ich den Platz rechts freigelassen. Das Spiel erklärt ja bereits, dass die Dinos durch Zeitreisen auf die Insel gelangten. Dabei gibt es nur ein klitzekleines Problem. Der Velociraptor lebte vor etwa 75 bis 85 Millionen Jahren, während der T-Rex vor etwa 66 bis 68 Millionen Jahren lebte. Die beiden Spezies hätten also gar nicht zusammen Zeitreisen können. Der größere Dino, den Regina im Untergrundlabor trifft, heißt Pterycinosaurus. Dieser Dinosaurier ist Mitglied einer weit entwickelten, pflanzenfressenden Dinosaurierfamilie. Heißt also, eigentlich hätte uns das Vieh gar nicht angegriffen. Diese ganz kleinen Dinos hingegen sind wirklich Fleischfresser gewesen. Der Compsognathus war vom Körper und Gebiss her allerdings nur auf sehr kleine Beute ausgelegt. Das ist wie, als wenn Möwen plötzlich versuchen würden, Menschen zu essen. Oh, vielleicht ist dies doch realistischer, als ich dachte. Zu dem Flugsaurier kann ich nicht viel sagen. Außer, dass es momentan immer noch in der Wissenschaft heiß diskutiert wird, ob diese Saurier bereits wenigstens rudimentäre Federn hatten. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Die Wikipedia-Artikel zu den ganzen Sauriern sind generell sehr mau, um ehrlich zu sein. Zum Vergleich hier die Wikipedia-Seite für den Weberknecht. Echt faszinierend, wenn man darüber nachdenkt, was wir eigentlich alles nicht über unsere prähistorischen Freunde wissen. So, jetzt möchte ich mich wirklich verabschieden. Ich wünsche euch was und freue mich, euch beim nächsten Livestream oder Video begrüßen zu dürfen.